Ja, das erste Mal, dass wir hier so in Corona-Situation zusammensitzen und eine, sagen wir mal, Dreifach-Organisation haben, analog, wir alle hier. Einmal digital über das GoToMeeting. Die dort zugeschaltet sind, haben auch die Chance über die Chat-Funktion. Ist zu laut? Es schrebbelt? Soll ich mal einfach so machen? Ja, bitte mal alle Onliner das Mikro ausmachen. Und Lautsprecher hier im Raum auch, wenn man hier etwas anhat. Wäre ich denn verständlich, wenn ich einfach so reden würde? Okay, jetzt geht's besser. Ja, es geht besser. Na, ist gut? Gut. So, also wir haben nämlich drei Varianten heute. Wir sind die Analogen hier und können uns in die Augen gucken und können miteinander reden und direkt Frage-Antwort bekommen. Dann gibt es die, die im GoToMeeting dazu geschaltet sind, die über die Chat-Funktion sich melden können, auch Fragen stellen können und sich dadurch auch beteiligen können. Und dann gibt es noch eine dritte Fraktion, die über YouTube zuhört. Die können gucken und hören und sich anderweitig unterhalten, aber nicht mit uns. Ich heiße alle willkommen, freue mich. Das ist eine absolute Premiere, hier in den Digi-Days so mitmachen zu dürfen. Und Digi-Day ist das Stichwort. Wir haben heute den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer, den Herrn Andreas Lux hier, der das Ganze mal so ein bisschen einordnet, warum wir heute hier in dieser ganz besonderen Konstellation im Rahmen der Digi-Days sind. Der Herr Lux ist hier im Hause zuständig, ist Leiter Innovation, Umwelt und international. Ich konnte es nicht lesen. Und international. Herr Lux. Sie haben das Wort. Was dazu zu sagen? Ja, da kommt das Mikro auch. Freue mich, dass ich Sie kurz begrüßen darf. Ja, wir machen diesen ganzen Digi-Day. Ursprünglich haben wir mal gedacht, wir machen eine digitale Nacht, so mit richtig Brimborium drumherum und fachlichem Input, aber eben auch mit ein bisschen im Zusammensein. Und das hat uns, Corona hat uns da natürlich einen Strich durchgemacht. Da haben wir gedacht, okay, dann sind wir aber erst recht gefordert, jetzt uns in digitale Techniken hineinzufuchsen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir einen Digi-Day, den wir eben tatsächlich so hybrid veranstalten, dass wir Sie so in dem Rahmen, in dem es möglich ist, hier einladen und gleichzeitig aber eben auch die Möglichkeit geben, von außen dazuzukommen. Und das, was wir jetzt machen, ist tatsächlich auch für uns eine Premiere, dass wir es in Form einer Konferenztechnik machen. Bislang haben wir es eher so gehabt, hier passiert was und draußen kann man zuhören. Und man kann über den Chat, kann man sich mit beteiligen. Aber jetzt ist es eben tatsächlich dann eine Konferenzschaltung. Das probieren wir eben auch aus. Und wenn das manchmal noch mit dem Ton dann nicht ganz so hinhaut, dann verzeihen Sie uns das. Wir lernen halt da auch noch ein bisschen dazu. Wie wir an vielen anderen Ecken dazu haben lernen müssen, wie wir in dem letzten halben Jahr miteinander umgehen, ohne uns wechselseitig auch Schaden zuzuführen. Aber trotzdem doch einfach weiter zusammen sein wollen und die Dinge weiter vorantreiben wollen. Und die Idee war, dass wir heute eben mal so aus unserem Leistungsportfolio, also Industrie, Handel, Innenstadtentwicklung, Qualitätsmanagement, und dann haben wir noch eine Schalte nachher nach USA rüber, um uns nochmal über Softwareentwicklung dort kundig zu machen. Also einfach unser Leistungsspektrum heute an einem Tag mal etwas konzentriert vorstellen zu können. Und Sie dazu einzuladen, entweder direkt dabei zu sein oder eben digital dabei zu sein oder es sich eben zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal angucken zu können. Denn es wird ja im YouTube-Kanal noch eine Weile stehen bleiben. Also insofern eine bunte Mischung heute und selbstverständlich ist jetzt das Highlight des ganzen Tages. Doch, das machen wir, ne? Klaus? Ja, selbstverständlich. Frau Schulze, wünsche mir für uns alle einen spannenden Nachmittag. Ganz herzlichen Dank, Herr Lux. Ich freue mich total, das als Highlight bezeichnet zu werden. Wir hier das Highlight. Ich stimme dem zu. Unumwunden, natürlich. Wenn wir überlegen, wir sind fast 30 Jahre in dieser Gruppe. Ne? Fachforum Qualität, ehemals Erfa-Gruppe Qualität, DGQ Regionalkreis, gemeinsam gestaltet, gemeinsam
also die SIAK war ja vorweg, die hatte die FAQ-Gruppe schon gegründet. Dann kam irgendwann die DGQ mit dem Regionalkreis dazu. Und es sind ja die gleichen Ansprechpartner, die gleichen Themen, die gleichen Interessen. Also hat es sich auch angeboten, die Themen zusammenzufügen und hier einen gemeinsamen Kreis daraus zu machen. Es ist ein sehr lebendiger Kreis. Ich darf das schon länger organisieren und seit einiger Zeit, ich weiß nicht, wie lange machen wir es schon gemeinsam? 1, 2 Jahre? Im Dreiergrupp? Bestimmt, ne? 2 Jahre bestimmt. Ja, dann ist der Hans-Georg Göbel dazugekommen mit im Orga-Team und der Bernd Mierbach, der ist heute nicht da, konnte heute nicht dabei sein. Und wir machen das zu dritt, organisieren diese Sitzung und im Hintergrund und nicht nur im Hintergrund, sondern auch in der Organisation ganz stark eingebunden, in der Absprache, in der Themenfindung, ist eben Klaus Hegewald von der SIAK. Und wir haben immer diesen ganz großen Vorteil, in den Räumen der SIAK sein zu dürfen. Also diesen Service, den wir hier haben, auch zu Corona-Zeiten so ein Meeting stattfinden lassen zu dürfen, das ist einfach ein ganz großes Geschenk, das muss man auch mal so sagen. Von daher großen Dank an die IHK, an die SIAK, die das hier für uns immer wieder macht, dass wir immer wieder so hochkarätige Veranstaltungen auch durchführen dürfen. Ja, das mal dazu. Jetzt fangen wir an mit dem ersten Vortrag. Hans-Georg Göbel, ich habe kurz erwähnt, mit im Orga-Team. Er ist QMB-UMB von Jörg Vogelsang hier in Hagen. Richtig alter Hase in Bezug auf Erfahrung im Qualitätsmanagement insbesondere und auch Umweltmanagement. Das erschüttert so schnell nichts. Also er hat mir zu Anfang der Corona-Zeit erzählt, wie es ihm da so ging. Da hatten wir auch ein Treffen mit eurem Werk in Wuhan. Das war nicht so witzig. Also ihn erschüttert aber so schnell nichts. Der kriegt das immer wieder hin. Und jetzt haben wir das Thema Digitalisierung. Auch ein Thema, dem wir uns alle stellen müssen. Wie kommen wir denn jetzt von analog auf digital? Was ist überhaupt digital in Bezug auf meine Firma, in diesem Fall JVU? Was ist das überhaupt? Was soll denn das Ziel sein? Wie wollen wir denn da hinkommen? Und ist das so wie eine ERP-Einführung, dass erstmal alle sagen, oh Gott, nein, das bringt alles durcheinander? Oder ist das etwas, wo wir von Anfang an Freude dabei sind, weil es Nutzen bringt? Diese Fragen werden wir sicherlich gleich beantworten können. Wir haben jetzt die Chance, der Hans-Georg Göbel erzählt uns eine Menge, stellt uns einen Vortrag. Sie können Fragen stellen dazu, wir werden in eine Diskussion noch gehen und machen dann im nächsten Thema weiter. Du hast das Wort. Ja, danke. Ich übertrage jetzt mal mein Bildschirm. Kurz bevor ich zu dem Thema komme, Digitalisierung am Beispiel eines KMSUs, eine ganz kurze Präsentation unserer Firma, wirklich nur ganz kurz, also keine Bange, einfach damit Sie auch wissen, in welchem Umfeld, sollte jetzt eigentlich, ja, passt doch jetzt, ne? Du hattest gerade Wuhan angesagt, das ist nicht ganz richtig, das war das Zentrum von Corona, wir sind in Shanghai, sind da nur ungefähr 1.500 Kilometer entfernt, aber von hier aus gesehen so eng. Ja, ganz kurz nur, unser Hauptstandort ist in Hagen, Hohenlimburg. Da haben wir insgesamt 130 Mitarbeiter, liefern 80% davon in die Automobilindustrie unsere Produkte. Wir haben also Produktionsstätten in den USA, in der Tschechischen Republik, in China und eine Schwesterfirma in Frankreich. Was stellen wir her? Wir sind Hersteller für eigentlich, ich hatte gerade gesagt, 80% Automobilindustrie, eigentlich gerollte Teile aus Bandstahl, aus Bandmaterial. Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, klassische Rohrersatzabschnitte, das heißt, wir rollen diese Teile aber nur, verklinschen die. Da werden halt unter anderem Lager eingepresst für die Automobilindustrie, aber die Anwendungsvielfalt ist ziemlich hoch. Wir stellen kleinere Compression Limiter her auch. Auch da ist das Prinzip immer aus gewickelten Bandstahl, allerdings auch Aluminium, auch andere Werkstoffe auch, aber wie gesagt, immer nur aus Bandstahl mit allen möglichen Applikationen.
Ursprünglich, wer hier aus dem Bereich Hagen Vogelsang noch kennt, das Ganze hieß früher mal Spannelemente. Entstanden sind wir vor 40 Jahren in Hohenlimburg. Unser eigentlicher damaliger Mutterkonzern war Hugo Vogelsang, Hersteller von Bandstahl. Und die haben sich einfach überlegt, was kann man damit machen? Und Spannstifte, um ganz ehrlich zu sein, verhältnismäßig verlustfrei herzustellen daraus und auch entsprechende Spannbuchsen. Gut, das soll es jetzt hier gewesen sein. Mehr wollte ich gar nicht vorstellen. Jetzt fangen wir mal an mit dem eigentlichen Vortrag. Digitalisierung am Beispiel eines KMUs. Ja, Karin, du hattest das eben gesagt. Im letzten Jahr haben wir zusammengesessen und haben uns mal auf das Jahr 2020 vorbereitet. Da war von Corona nicht die Rede. Eigentlich sollte es ein kurzer Vortrag werden. Digitalisierung. Wir hatten uns vorher den einen oder anderen Vortrag angehört. Unter anderem das Thema digitale Plattformen, digitale Businessmodelle, künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 durch den Herrn Elz von der Firma Sentin. Wir haben uns unter anderem auch das Thema Zukunft 4.0 von dem Herrn Jörg Heinkes angehört. Etwas provokanter Titel, warum wir die Welt nur digital retten oder gar nicht. Da ist natürlich das ganze Thema halt Digitalisierung schon thematisiert worden. Das möchte ich Ihnen heute gar nicht vorstellen, sondern ich möchte Ihnen eigentlich mal vorstellen, ja, wir gehen in unsere Firma mit rein und gucken nach, was haben wir eigentlich gemacht in Verbindung mit der Digitalisierung. Es geht hier also nicht um Geschäftsmodelle. Mit unseren Produkten sind wir digital wenig unterwegs. Wir liefern nicht an Endkunden, außer an die OEMs, an die Tier 1. Und die haben ihre eigene Plattform. Da müssen wir präsent sein. Zur Erläuterung. Eine ganz kurze Historie unserer IT-Landschaft. Also 1980 fing das an mit dem Großrechner AS400. Ich denke mir, die meisten von Ihnen oder die im produzierenden Gewerbe unterwegs sind, kennen das. Also das waren so die ersten Schritte in die Digitalisierung. Hier einfach nur mal ganz kurz aufgeschrieben auch, beziehungsweise aufgezeichnet. Workstations, CAD-Software. 2012 kam es dann zu der Ablösung der lokalen PCs, die bis dahin installiert worden sind. Komme ich aber her noch dazu. Und seit 2017, ja, es gibt immer mehr Software. Sie sehen hier in dem Bereich 2008 bis heute die Installation verschiedenster Software, Archivierungssoftware, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das haben Sie, glaube ich, in Ihrer Firma selbst auch. Da gibt es eine gewisse Explosion an Software. Zu den Rechnern gehörten damals ganze Druckerräume. Das Papier wurde nicht weniger, sondern mehr. Lange Endloslisten, können Sie sich sicherlich auch noch erinnern, diese grünen DIN A3 Tabellierpapier wurde ausgedrückt in rauen Mengen. Wir hatten ganze Druckerräume. Manchmal kam eins so vor, die Liste wurde ausgedruckt und anschließend nach einer manuellen Bearbeitung, wo ein paar Sachen angekreuzt worden sind, wurde sie wieder weggeschmissen. Also eigentlich war es nicht schön. In der Produktion haben wir die Themen 5S, KVP, KSN schon vor 2000 eingeführt. In der Administration wurden diese Themen so ab ca. 2007 verstärkt angegangen. Sie kennen diese Bilder, das sind noch die schönsten Bilder. Also wenn Sie links den Schrank sehen, so hat er vorher ausgesehen. Ich könnte ganz andere Bilder zeigen, wie es vorher ausgesehen hat. Ich denke, mir brauche ich auch nichts zu erzählen. Ganz das Gleiche auch mit Ordnern, wo auch so eine schräge Linie drauf gezeichnet wurde, damit man auch genau wusste, nach der Worte, jawohl, ich nehme einen Ordner raus und packe ihn zurück. Der Schwerpunkt also ab 2007 war so eigentlich dabei, die analogen Abläufe in den Büros zu optimieren. Nachteil weiterhin, Informationen waren weiterhin analog in Ordnern, Nachschlagen war weiter erforderlich. Die Weiterleitung inklusive dem Rücklauf musste weiterhin analog organisiert werden. Mit den weiteren PCs im administrativen Bereich, inklusive der Standardsoftware, ist sicherlich bei Ihnen auch installiert. Hier steht das MS Office, kann auch stellvertretend stehen für alle mögliche Software. Kam es zu einer wahren Explosion von digitalen Dokumenten. E-Mails, CC zur Sicherheit an alle, damit sich das auch lohnt. Tabellen und Grafiken wurden immer mehr. Und zur Sicherheit wurde das ein oder andere Dokument auch nochmal ausgedruckt. Also die sichtbare durch 5S reduzierte Unordnung entstand neu auf den Rechnern bzw. im Massenspeicher. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, wie können wir diese neue Unordnung wieder in den Griff bekommen? Und der Ansatz war, alle administrativen Prozesse zu überprüfen und nach Möglichkeit durch Digitalisierung zu optimieren und dabei den Aufwand innerhalb dieser Prozesse nach Möglichkeit zu reduzieren.
Was haben wir gemacht? Als allererstes Mal haben wir uns einen Überblick verschafft, welche Software eigentlich bei uns im Hause im Einsatz ist. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil eigentlich weiß man das ja, haben wir auch gedacht. Und dann hat unsere IT-Abteilung mal alles zusammengesammelt auf allen Rechnern, die installiert waren. Das waren weit über 80 aktive Anwendungen. Ich sag mal, es gibt in Wirklichkeit noch viel mehr, aber aktive Anwendungen, damit ist gemeint, damit wurde auch wirklich gearbeitet. Auf der Basis dieser Liste wurde eine Matrix erstellt mit der Angabe, wer ist der Anbieter für diese Anwendung, welche Fachabteilung ist dafür zuständig bei uns, wer ist Fachverantwortlicher, welche Abteilungen arbeiten mit diesen Anwendungen, und das war eigentlich die Grundlage, dass wir uns dann überlegt haben, beziehungsweise für die weiteren Thematiken, die gleich folgen werden, dass sie immer die richtigen Ansprechpartner, beziehungsweise auch von den Firmen die Ansprechpartner, die wir sicherlich auch benutzt, die wir auch hinterher benötigten, dass die bekannt waren. Die Frage war also, wer arbeitet aus den unterschiedlichen Abteilungen mit welcher Anwendung? Wozu benötigen wir die Anwendung überhaupt? Welche Information geht in die Anwendung rein? Welche Information kommt aus der Anwendung raus? Wer verarbeitet die Informationen in der Software? Eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, als einen Turtle zu erstellen. Nicht für alle 80 Anwendungen, aber zumindest die ein oder andere haben wir dann doch vertieft. Und mit diesem Grundwissen konnten wir dann eigentlich, war die Vorbereitung für die eigentliche Aufgabe gelegt. Denn wir haben natürlich jetzt angefangen, uns mal die ganzen Prozesse anzuschauen. Das heißt, nicht nur die eine Software, sondern mal wirklich zu überlegen, wie arbeitet denn diese ganze Software zusammen? Wie arbeiten diese Informationen zusammen? Womit startet und endet der Prozess? Welche Anwendungen sind im gesamten Prozess eingebunden? Welche Schnittstellen bestehen? Wie passiert der Ablauf zwischen den Schnittstellen? Manuell, Papier? Wo hakt es im Ablauf? Und natürlich die Frage, sind alle Tätigkeiten bzw. Ergebnisse überhaupt erforderlich? Ich hatte das eben angesprochen mit diesem grünen Tabellierpapier. Habe das auch spaßeshalber gerade gesagt. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben in unseren Druckerräumen, das war also Endlospapier, wo über Nacht dann bestimmte Stapelverarbeitungen gemacht worden ist. Morgens ging jemand rein und hat dann auch so geguckt. Da wurde aber immer so nach 40, 50, 60 Seiten kam also so eine neue Überschrift. Abgetrennt, hingelegt. Das wurde verteilt, beziehungsweise musste abgeholt werden. Nach und nach ist die Hälfte dieser Listen nicht mehr abgeholt worden, aber ausgedruckt wurde trotzdem. Welchen Aufwand betreiben wir für diese Tätigkeiten und welchen Nutzen haben wir überhaupt davon? Das waren die Frage. Bei der Vorgabe für die Optimierung wurden natürlich, war eins wichtig, es gibt gesetzliche bzw. Kundenvorgaben. Das Thema Datensicherheit und Datenschutz, wir reden von 2007, 2008, 2009, 2010, war noch nicht so im Fokus. Wird sicherlich, komme ich nachher auch mal zu, hat heute einen ganz anderen Stellenwert, wurde aber trotzdem damals schon mit berücksichtigt. Sie kennen das Thema Datensicherheit mit der Einbindung des Internets, das gab es damals auch schon, kam auf einmal ganz andere Probleme auf uns zu. Das Thema Datenschutz, es gab auch damals schon Gesetze, aber das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung ab 2016 hat da nochmal richtig reingejagt. Deswegen muss ich jetzt auch eine kleine Anmerkung zu meiner Präsentation machen. Beispiele gleich zu zeigen. A, ist es eh schwer, bei so einem analogen Vortrag digitale Beispiele zu zeigen. Aber fast alles, was Sie gleich sehen, ist in irgendeiner Art und Weise unkenntlich gemacht, denn da sind Namen drin, da sind irgendwelche Firmenlogos drin, da sind irgendwelche Angaben drin, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Lust gehabt, alle zu fragen, ob ich das hier präsentieren darf. Möchte ich auch nicht. Ich habe das mal immer so gesagt, ich durfte früher immer wissen, von allen Mitarbeitern, die warten, durfte ich das Geburtsdatum immer wissen, damit ich denen gratulieren konnte. Das war irgendwann mal vorbei. Heute muss ich Alexa oder Google oder Siri fragen, die sagen mir das dann zwar, wann der Geburtstag hat, aber in der Firma darf ich es nicht mehr wissen. Gut. Zur Vorbeugung, zu dem, was ich jetzt gleich zeige, haben wir bestimmte Spielregeln vorher eingeführt, um diesen neuerlichen Wildwuchs zu vermeiden. Ist das Beschaffen oder das Anlegen von eurer Software heute durch einen Workflow geregelt? Wenn also jemand sagt, ich habe einen neuen Mitarbeiter, der soll auf eine bestimmte Software auch Zugriff haben, dann muss er das begründen. Wieso, weshalb? Das geht an den Fachverantwortlichen.
der stimmt der ganze Sache zu und fragt auch zufällig doch mal ab, gibt es irgendwelche Nutzer, die vielleicht das nicht mehr benötigen? Hier geht es ja letztendlich auch um Lizenzen, die man bezahlen muss. Das ist schon ziemlich strikt, wird schon ziemlich strikt gehandhabt, also diese Wildwuchs wollten wir damals schon verhindern. Es ist zwar manchmal lästig, aber ein Vorteil hat es, wenn bei uns ein neuer Mitarbeiter anfängt, dann muss sich der Vorgesetzte schon vorher Gedanken darüber machen, mit welcher Software muss der denn hinterarbeiten. Er muss berücksichtigen, sind Schulungen erforderlich eventuell, denn einfach nur hinsetzen und zu sagen, okay, bitte, da ist jetzt die neue Software, das funktioniert bei uns nicht mehr so. Insofern, diese ganzen Gedanken müssen heute vorher schon erfolgen, bevor es hinterher losgeht. Gut, ein Hinweis noch. Ab 2012 hat es bei uns eine Umstellung gegeben, der Hardware von PCs auf diese sogenannten SYN- und FAT-Clients. SYN- und FAT-Clients, vielleicht nochmal zur Erläuterung, also SYN-Clients, das sind Geräte, die haben keinen eigenen Rechner. Sie sind also über das Netzwerk verbunden mit einem zentralen Server. FAT-Clients haben wieder einen eigenen Rechner, hat einfach den Hintergrund, bestimmte Mitarbeiter, spätestens der Vertrieb, der auf Reisen geht, ist es einfach schwierig, mit so einem SYN-Client Daten zu zeigen. Das hat folgenden Hintergrund. A, die Datensicherheit. Die Daten befinden sich also nur noch auf dem Server. Selbst das Thema mit dem FAT-Client, ich habe es hier stehen, wenn ich mich mit meinem Rechner, das ist also so ein FAT-Client in Anführungsstriche, bei uns im Netzwerk anmelde, dann ist der nicht direkt verbunden mit dem Netzwerk, sondern wird eigentlich so behandelt, als wenn ich von außen auf unser Netzwerk zugreife. Das heißt, sollte ich mir jetzt hier gleich irgendwie aus welchen Gründen auch immer ein Virus oder irgendeine etwas einfangen, das wird unter normalen Umständen festgestellt. Ich habe da so eine kleine Datei mit dabei. Das ist immer nur so ein Beispiel. Wir hatten in der KW, also am 6. September, also mal extra nochmal aktuell, das ist die KW 36, 10.000 Portscans von außen, Zugriffe, wo irgendwelche von außen versucht haben, auf unsere Rechner zuzugreifen. 10.000 in einer Woche. Und das sind nur die Scans, was wirklich mit Schadsoftware, was über E-Mails reinkommt, was in irgendeiner Form versteckt reinkommt, versuchen wir zu verhindern. Ich denke mal, jeder von Ihnen kennt noch den Fall, der ist noch ein bisschen publik, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche mit dem Krankenhaus in Düsseldorf, wie schnell es geht. Irgendwann war vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten hat es auch eine größere Firma in Attendorn getroffen. Die konnten ihre Produktion nicht mehr weiterfahren, weil Schadsoftware hat alles lahmgelegt. Also das hat heute einen viel höheren, wirklich einen sehr viel höheren Stellenwert. Der Datenschutz, hatte ich eben schon angesprochen, mit der Datenschutzgrundverordnung hat die Welt ganz anders ausgesehen. Außerdem war die Administration, die Wartung der Rechner, vor allem der Software, war kaum mehr zu schaffen. Also unsere IT-Mitarbeiter sind dann bei den Mitarbeitern vorbei und haben einmal in den Rechnern irgendwelche neue Software aufgespielt und aktualisiert. Das hat sich alles komplett erledigt mit diesen SYN- und FAT-Clients. Naja, und zum Schluss sind es auch die Kosten, immer neue PCs, die zum Schluss auch gar nicht benötigt werden, sondern da reicht eigentlich ein kurzer Zugriff. Ein Nachteil haben diese SYN-Clients, sage ich also auch gleich mit dabei. Es gibt also nur Schnittstellen, Monitor, Tastatur und Maus, keine weiteren Schnittstellen. Es gibt keine USB-Schnittstelle, kein gar nichts. Das haben wir jetzt festgestellt, aber nachdem die ersten Webkonferenzen gemacht werden sollten und man sollte sich auch so per Mikrofon da einklinken, dann ging das nicht, weil ein Mikrofon kann nicht angeschlossen werden. Das heißt, es gibt einige Programme, also entweder wir haben eine Einwahlnummer über Telefon, ansonsten können wir mit den SYN-Clients nicht dran teilnehmen. Aber das muss ich mit dabei sagen, das war nur am Anfang, das hat sich mittlerweile anders erledigt. Gut, was wir gemacht haben, möchte ich an den folgenden Beispielen erläutern. Einige Beispiele sind ausführlicher dargestellt, andere nur kurz erläutert. Die Beispiele sind auch nicht chronologisch geordnet. Einige Prozesse sind schon komplett digitalisiert, andere in Teilen, wieder andere sind noch nicht durchgängig in allen Abteilungen umgesetzt und befinden sich noch in der Planung. Allen gemeinsam ist, dass sie permanent weiter angepasst bzw. optimiert werden. Fangen wir mal an mit dem ersten Beispiel. Jeder von Ihnen hat eine Einkaufsabteilung oder auch nicht und es geht um den Einkauf von Verbrauchsgütern. Das ist einer der aufwendigsten Prozesse überhaupt. Das Bild, was Sie da sehen, ist nur schematisch, so wie es früher ablief.
Der ganze Ablauf war durchgekennzeichnet, dass viel Papier erzeugt wurde, gestempelt, abgezeichnet, verwaltet und abgeheftet wurde. Selbst als es Rechner gab, das spielte keine große Rolle, es wurde ausgedruckt, es wurde gestempelt, es wurde gefaxt. Der Aufwand war groß. Wir haben den gesamten Einkauf komplett umorganisiert. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie Sie bei uns in unserer Firma etwas kaufen können. Entweder direkt über das ERP-System, werde ich gleich erläutern, oder direkt online bei einem Standard-C-Teiler-Lieferanten. Alles andere steht unten drunter. Ausnahmen sind nur nach schriftlicher Freigabe durch die Geschäftsleitung zulässig und die wehrt sich. Da müssen Sie schon wirklich gute Gründe haben. Kann immer mal vorkommen auch, ohne keine Frage auch, aber es gibt ein paar Voraussetzungen. Das erste, jede Bestellung muss eindeutig einem Kostenträger zugeordnet werden. Das hört sich jetzt so einfach an. Unser System lässt das gar nicht zu, wenn Sie etwas bestellen wollen und Sie können keine Kostenstelle angeben oder Sie können keinen Artikel angeben. Jetzt gehe ich mal eine Stufe weiter. Wir haben zwar keine Reklamation, sollten wir trotzdem mal eine bekommen, was ja sein kann. Gibt es einen Workflow? Diese Reklamation wird als allererstes nicht im CRQ-System erzeugt, sondern auf einem System erzeugt, dann wird eine Projektnummer vergeben. Und diese Projektnummer ist im ERP-System auch drin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Nacharbeit oder eine Dienstleistung im Rahmen dieser Reklamation oder Stunden intern, die aufgeschrieben werden, dann muss diese Projektnummer angezogen werden und ganz zum Schluss werden alle Kosten zusammengesammelt unter dieser Projektnummer. Sie können aber nichts veranlassen ohne Angabe eines Kostenträgers, in dem Fall die Projektnummer. Das gilt genauso auch für Investitionen. Jede Investition, alles was gekauft wird, muss zuerst beantragt werden, es muss genau beschrieben werden. Dann wird es nach Genehmigung der Geschäftsführung, gibt es auch deine Projektnummer und dann werden alle Kosten darunter zusammengefasst. Bestellungen außerhalb, also ohne diese Nummer, sind, wie schon gesagt, nur durch extra Freigabe durch die Geschäftsleitung zulässig. Jeder Kreditor muss in der Buchhaltung inklusive aller Daten angelegt sein. Inklusive aller Daten bedeutet auch, wenn Sie den also auswählen, dann müssen Zahlungskonditionen, dann müssen die ganzen Steuernummern, alles muss schon angelegt sein. Sie können nirgends, Sie können nicht etwas bestellen bei einem Kreditor, der noch nicht angelegt ist, dann sagt das System, schön, geht nicht. Rechnungen, das haben wir mit unseren Kreditoren ausgemacht. Rechnungen werden nach Möglichkeit nur noch eine feste E-Mail-Adresse gesendet. Eine zusätzliche Zusendung von Rechnungen wird von uns ignoriert. Das kann schon mal immer wieder passieren. Das haben wir in der Anfangsphase gehabt. Dann kam die Rechnung an die E-Mail-Adresse und zusätzlich kam sie per Papier auch nochmal wieder dabei. Wird ignoriert. Der Inhalt, Aufbau dieser Rechnungen, wurde für bestimmte Angaben vereinbart. Das bedeutet nicht, dass die Form immer gleich war, aber wichtig war, es musste diese Projektnummer drauf sein, es musste die Menge mit drauf sein. Also einfach bestimmte Artikel, die man gut zuordnen konnte, die letztendlich auch, das werden Sie gleich sehen, automatisch übernommen werden. Die Bestellung im ERP-System. Wie läuft das ab? Ich denke mir mal, so wie in Ihrem ERP-System sind für alle benötigten Hauptzeuge und externe Dienstleistungen die Preise hinterlegt. In regelmäßigen Abständen werden zentral durch den CEO Preise und Konditionen verhandelt. Das müssen Sie sich nicht so vorstellen, dass da jetzt außer täglich in der Verhandlung ist. Wir setzen, wie ich schon eben beschrieben hatte, hauptsächlich Bandmaterial ein. Das heißt, das ist eigentlich unser größter Posten. Da gibt es Top 10, Top 20 Artikel, die werden im Einzelfall immer mal wieder neu verhandelt, je nachdem, wie die Schwankungen sind auf dem Materialmarkt. Ansonsten gibt es bestimmte Gruppenpreise, genauso auch für Dienstleistungen, für Beschichtungen, wo dann gesagt wird, naja, wir arbeiten eben nicht mit 150 Beschichtern zusammen, sondern mit 2 oder 3. Da wird ein gesamtes Paket verhandelt und diese Preise werden dann im ERP-System im Moment noch manuell übertragen, aber sie sind immer vorhanden. Bei neuen Produkten, die werden durch unser Programmmanagement, durch unser Projektmanagement, Projektentwicklung, also nicht durch den Einkauf, mit dem Dienstleister oder Lieferanten verhandelt. Das hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt, denn wir hatten früher den Einkauf da immer stark mit dabei. Spätestens dann, wenn dann der Dienstleister gesagt hat, ich könnte es aber billiger machen, wenn ich das oder das hätte, dann hat der Einkauf wieder sich gemeldet, bei der Technik könnt ihr das, etc. pp. Und deswegen ist das eigentlich geändert worden. Das wird komplett gemacht und Sie können mir eins glauben, die Preise, die da verhandelt werden, die sind marktüblich. Da ist mittlerweile in der Abteilung ein Wissen
vorhanden, dass wir darauf vertrauen können. Also, wie läuft es ab? Der Bedarf wird automatisch im ERP-System ermittelt. Erzähle ich Ihnen nichts Neues. Jeder, der ein ERP-System hat, wird in Anführungsstrichen aufgrund der Aufträge, die durch die Kunden reinkommen, mit dem Abgleich von Lagerbestand, von Umlaufbeständen, wird eine Menge ermittelt. Diese Mitarbeiter in der Logistik lösen dementsprechend eine Bestellung eigentlich nur einen Abruf aus. Also sie bestellen nichts, sondern sie sagen mir, ein Lieferant, der bestimmte Zeiten zugesagt hat, ich liefere die innerhalb von ein, zwei Wochen, liefere das Material oder auch am nächsten Tag. Dann wird gesagt, okay, liefer morgen an. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Bestellung von C-Teilen. Wir arbeiten mit einem C-Teil-Lieferanten zusammen. Das müssen Sie sich so vorstellen, eigentlich ist es wie Amazon, nur auf uns zugeschnitten. Dieser Katalog, ich habe das hier links mal gezeigt, so sieht er hier in dieser Leiste aus, beinhaltet wirklich alles, was wir benötigen, sei es Normalien. Die normaligen Hersteller, die wir normalerweise von dem wir Artikel bekommen, da ist Folgendes passiert. Wir haben also mit dem C-Teiler-Lieferanten gesprochen und der übernimmt den Katalog, diesen Normalien-Katalog komplett mit den Angaben in unser System mit rein. Das heißt, unsere Mitarbeiter, zum Beispiel aus der Konstruktion, sehen direkt, oh, ich brauche jetzt mal bestimmte Spannmittel oder wie auch immer und sie können das direkt auswählen. 90% unserer C-Teile, unseres C-Teile-Bedarfs wird abgedeckt durch diesen Katalog. Die restlichen 10%, da gibt es zwei Möglichkeiten. Sollte das Produkt nicht von dem C-Teil-Lieferanten geliefert werden können oder nicht im Programm sein, dann gibt es eine Anfrage, die wird online ausgelöst. Dann sagt er, habe ich oder habe ich nicht, kann ich die besorgen. Und spätestens, wenn das nicht besorgen kann, dann müssen wir es auf anderen Wege beschaffen, aber wieder über das ERP-System. Also da muss es angelegt werden. Es geht also nicht nach dem Motto, ich schicke dir mal ein Fax hin, liefer mal, das wird nicht funktionieren. Diese Bestellung, dieser ganze Ablauf ist im System, also durch eine Arbeitsanweisung, gibt es Besteller bei uns. Diese Besteller sind namentlich bekannt und sind auch im System hinterlegt und dafür gibt es bestimmte Bestellobergrenzen. Also es ist nicht so, dass bei uns jeder bestellen kann für 1.000 oder 5.000 oder 10.000 Euro, sondern es gibt bestimmte Kleinteile, die kann der bestellen. Auch nicht jeder bei uns ist Besteller, aber in jenen Abteilungen sitzen halt Besteller. Sollte die Bestellung eine bestimmte Grenze überschreiten, dann passiert genau das, was hier steht. Es gibt per Workflow, gibt es eine Information an den Vorgesetzten, gibt frei oder gibt nicht frei. Manchmal kriege ich sowas auch auf den Tisch. Dann frage ich auch schon mal nach, wie müsstest du noch eigentlich noch haben? Nichtsdestotrotz, wenn es freigegeben wird, wird die Bestellung online ausgelöst. Ich gehe nochmal einmal zurück. Ganz kurz. Der gesamte Ablauf, wenn es um Preise geht, also irgendwas Neues kommt jetzt hier mit rein, dann man hat etwas nicht. Jetzt fragen wir also nach, der Besteller fragt also nach, ich habe hier etwas, das lieferst du nicht, ich mache jetzt also eine Preisanfrage. Jetzt kommt der Preis zurück. Dann könnte man jetzt meinen an dieser Stelle, naja, dann sagt der Besteller einfach, okay, das mache ich. Nee, ganz so ist es auch nicht. Also die Leute wissen schon, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe irgendwo hier so ein Netzteil oder wie auch immer, das bekomme ich jetzt bei dir im Moment nicht. Das ist ein schlechtes Beispiel, Netzteile machen wir. Das läuft noch ein bisschen anders ab. Aber das, da will ich 20 Euro für haben und in Wirklichkeit woanders bekomme ich das für 5 Euro. Dann bekommt natürlich dieser C-Teil-Lieferant den Hinweis, ja, das ist aber woanders doch deutlich günstiger. Dann lässt er sich drauf ein oder nicht drauf ein. Ein Punkt muss ich mit dabei sagen, von daher, die Mitarbeiter sehen die Preise auch vor den Artikeln. Diese Preise sind aber nicht die Endpreise, weil zum Schluss haben wir natürlich einen Vertrag mit denen. Das heißt, wenn ein bestimmtes Volumen überschritten wird, gibt es Rabatt, Bonus. Das heißt, in Anführungsstrichen, wenn die Preise so ein bisschen schwanken, ein bisschen höher sind, dann gilt die allgemeine Regel, also bis zu einer bestimmten Obergrenze kannst du das trotzdem bestellen. Sollte dir der Preis nicht passen, ist es kein Thema, dann kannst du dich auch melden. Da gibt es von uns jemanden, der zentral dafür verantwortlich ist, der sich eventuell mit dem C-Teller-Lieferanten auch nochmal zusammensetzt und sagt immer, meinst du nicht, dass der Preis ein bisschen hoch ist? Gut. Jetzt hängt er. Na jetzt.
Bestellungen haben wir hinter uns. Jetzt kommt zum Wareneingang. Einmal von den Bestellungen über das ERP-System. Bestellungen werden mit Handscannern direkt gescannt aufgrund der Etiketten. Es erfolgt also keine Eingabe mehr in irgendwelchen Papieren. Es erfolgt der Ausdruck des Warenanhängers. Den müssen wir noch machen. Am liebsten immer dann nicht, aber halt zur Kennzeichnungspflicht muss der unbedingt dran sein. Das ist das erste Mal, dass es in dem Ablauf Papier ins Spiel kommt. Die Verbuchung des Materials erfolgt automatisch im ERP-System. Wir machen auch keine Wareneingangsprüfung im Sinne von, dass wir die Menge überprüfen. Nee, das machen wir nicht, das schenken wir uns. Aber wir sehen hinterher, wie viele Teile sind aus einer Materialmenge produziert worden. Das wird abgeglichen und wenn auf der anderen Seite uns ein Lieferant gesagt hat, ich habe dir eine Tonne geschickt, aber es sind eigentlich nur Teile rausgekommen für 500 Kilo, dann gibt es schon bestimmte Rückfragen und wir verwiegen das Material stichprobenartig. Also ganz so blauäugig sind wir nicht. Was gemacht wird, wenn draufsteht 5 Ringe, eine grobe Überprüfung gibt es logischerweise immer, aber das schenken wir uns. Bitte? Ja, die Menge, ja, das stimmt. Fehlteile werden über unser, das werden Sie gleich sehen, wir haben unser MDE-BDE-System, das heißt, die Mengen, die zum Beispiel gestanzt werden und in den Ausschuss gehen, werden automatisch an der Maschine gezählt. Das heißt, wir haben also eine bestimmte Prozentzahl, die lassen wir zu, eine bestimmte Abweichung ist diese Prozentzahl größer. Und bei dieser Prozentzahl zählt aber sowohl Gutteile als auch Schlechtteile komplett mit rein, weil zum Schluss, wenn wir da Murks mitmachen, kann der Lieferant nichts dazu. Ja. Bei den Bestellungen von den C-Teilen, das läuft eigentlich verhältnismäßig einfach. Das ist so wie bei, ich zitiere das auch mal wieder, wie Amazon. Sie kriegen eine Nachricht, eine E-Mail, das ist versandt worden. Das war's. Das wird auch nicht gebucht bei uns im Wareneingang. Das wird an einer Stelle abgeliefert. Sie können alternativ 2 oder 3 Stellen auch vereinbaren. Wir haben eine Stelle gemacht. Sie haben die Information, dann müssen Sie halt dahin gehen an dieser einen Stelle, ob das Päckchen für Sie da ist. Oder Sie haben einen freundlichen Staplerfahrer, der Ihnen das vorbeibringt. Und wir haben sehr freundliche Staplerfahrer. Was passiert jetzt an dieser Stelle? Die Bestellung geht raus, die Ware trifft ein, die Rechnung trifft ein. Sie trifft ein an der vorgegebenen E-Mail-Adresse. Oder, wenn wir keine Vereinbarung haben, dann trifft sie halt bei uns im Rechnungswesen an. Sie wird gescannt, automatisch gescannt. Diese Scanner sind mittlerweile, ich muss das einfach sagen, sehr, sehr leistungsfähig. Sie überprüfen in irgendeiner Art und Weise sämtliche, auch irgendwo rechts oder links oder unten, irgendwelche Nummern. Es kommt zu einem vollautomatischen Abgleich der Rechnung mit der Bestellung. Da ist keine Person mehr dazwischen. Wenn das in Ordnung ist und deckungsgleich ist, wird die Bezahlung ausgelöst, entsprechende Kondition, die vorher festgelegt worden ist. Sollte es da Diskrepanzen geben, dann gibt es einen Workflow, das heißt, derjenige, der bestellt hat, bekommt außer die Information, angeblich hast du das und das bekommen. Es gibt aber nichts, klär das bitte. Der gesamte Vorteil von der Bestellung bis zur Rechnungsbegleichung, kein Papier, bis auf diesen erwähnten Warenanhänger. Es ist ein deutlich geringerer Aufwand bei der Bestellung. Es gibt keinen Aufwand für den Abgleich Lieferscheinrechnungen. Das Ganze ist rückverfolgbar. Sie hatten gerade gesehen, alles wird, jeder Vorgang wird archiviert in einem Archivierungssystem. Und Zahlungskonditionen wie das Konto werden nicht durch liegengebliebene Rechnungen gefährdet. Ich sage das mal ganz einfach, so ein Durchlauf, so ein Papierdurchlauf, wenn dann einer im Urlaub ist, dann wird auch manchmal nicht abgestempelt. Das Konto sind meistens irgendwo 14 Tage, dann sollte man bezahlt haben. Wir ziehen das ganz gern. Und wenn es ist halt ärgerlich, wenn dann irgendwo nach 3 Wochen dann die Rechnung am Tisch kommt, abgezeichnet, aber weil einer im Urlaub war, das gibt es hier in dem System nicht mehr. Zweiter Punkt, Vertragsmanagement. Über das Vertragsmanagement wurden sämtliche vertraglichen Aktivitäten, Anlagenbeschaffung, Versicherung, Energie, also alle Nicht-Verbrauchsgüter geregelt. Dazu wurden Ordner, Mappen, Tabellen und so weiter angelegt, außer jede Menge Papier. Wir haben analog der Programmübersicht alle Verträge in Kategorien eingeteilt.
diese Kategorien wurden einem Mitglied der Geschäftsführung zugeordnet. Und alle Verträge wurden komplett digitalisiert in einer speziellen Software. In dieser Software ist genau hinterlegt alle Termine. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie bei Check24 so einen Terminwächter hinterlegen, da steht dann drauf, dein Stromvertrag läuft aus, kümmere dich mehr darum. Genau das Gleiche passiert ja auch. Es gibt vorher die Information, der wird bald fällig oder beziehungsweise kümmere dich jetzt mal, jetzt ist es um die Zeit, dass du kündigen kannst. Alle Dokumente sind eingescannt und nur wo schriftliche Nachweise vorliegen, müssen wir zusätzlich Papier erzeugen. Das heißt, es gibt natürlich bei Verträgen, wie sie Kaufvertrag haben, immer noch bestimmte Pflichten, dessen was Unterschriebenes sein muss. Das gibt es auch weiterhin, aber auch der unterschriebene Kaufvertrag ist zum Schluss eingescannt. Zu einem festgelegten Zeitpunkt gibt es also eine automatische Aufforderung per E-Mail an den jeweiligen Geschäftsleiter, also den Bereichsleiter. Und per Workflow kann die Aufgabe weiter delegiert werden. Das heißt, ich muss also, wenn ich so einen Vertrag bekomme, zur Überprüfung nicht alles jetzt selbst überprüfen. Ich gebe den also auch weiter an Instandhaltungsleiter oder an wen auch immer. Der kann in diesem Workflow direkt antworten auch. Es ist also kein E-Mail, die mehr geschrieben wird. Das kommt zwar per E-Mail, aber Sie müssen direkt da antworten. Das kommt mehr oder weniger zurück. Und dieser Workflow lässt nicht locker, bevor Sie nicht in irgendeiner Form gesagt haben, okay, kündige oder wir machen einfach weiter. Was ist die Konsequenz daraus? Die Schaffung von papierloser Vertragsverwaltung mit IGCOR, dem Einkauf von C-Teil über einen entsprechenden Dienstleister, dem Abruf von Material und Dienstleistungen aus Rahmenverträgen, die automatischen Rechnungsprüfen, die Archivierung von Dokumenten in revisionssicheren Archivierungssystemen, inklusive der festgelegten digitalen Prozesse und der Übertragung der Verantwortlichkeiten, haben dazu geführt, dass die allermeisten Aufgaben dass für die allermeisten Aufgaben ein Einkauf nicht mehr erforderlich war. Die Abteilung Einkauf inklusive die Vertragsmanagement wurde bei uns aufgelöst. Wir haben am Anfang alle gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mittlerweile muss ich mit dabei sagen, dadurch, dass auch gewisse Fachkompetenz auf die Mitarbeiter, auf die Leiter übertragen worden ist. Also einfach zu sagen an dieser Stelle, oh, das macht doch der Einkauf. Das ist früher gang und gäbe gewesen. Das funktioniert nicht mehr. Verlangt aber ein sehr hohes Maß von den Abteilungsleitern auch, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Heute sagt jeder, passt. Also das ist eine der ersten Thematiken, die wir wirklich umgesetzt haben. Wir sind manchmal erstaunt, wenn der eine oder andere uns nach unserem Einkauf fragt. Haben wir nicht mehr. Der nächste Punkt war die Produktionsplanung und die Produktionssteuerung. Auch da wieder mal nur dargestellt schematisch, wie viele Aufgaben es gibt. Da kommen sicherlich noch ein paar Kästchen mit dazu. Will ich jetzt in Anführungsstrichen gar nicht weiter erläutern. So hat es früher ausgesehen, viel Aufwand, viel Papier, Maschinenbelegungspläne wurden ausgedruckt, die wurden in Ordner gebracht an den Maschinen, die Rüstmappen wurden rausgeholt, in den Rüstmappen waren wieder weitere Dokumente drin, die dazugehörigen Daten wurden manuell eingetragen in Werkzeugbegleitkarten mit allem drum und dran, bei euch Ihnen nichts zu erzählen, kennen Sie sicherlich auch, zumindest die, die produzieren. Was haben wir gemacht? Ein ERP-System hatten wir. Wir hatten auch eine MDEBD-Anlage. Wir haben einen Leitstand eingeführt. In diesem Leitstand werden die Daten aus dem ERP-System, also die Aufträge, eigentlich übergeben. Und im Leitstand wird dann mehr oder weniger eine optimale Maschinenbelegung ausgerechnet. Unter Berücksichtigung von Terminen, Mengen etc. pp. Ist jetzt nichts Neues. Wir haben zusätzlich PC-ähnliche Terminals an den Maschinen. Und wenn ich mir das linke Bild hier mal angucke, das ist nicht in einem Büro, sondern so sieht bei uns teilweise eine Maschine aus. Und ich hatte eben mal was davon gesprochen, auch die Mitarbeiter, die berücksichtigt werden müssen in diesem ganzen Prozess. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, ein Mitarbeiter, der bis vor ein paar Jahren eine Maschine gerüstet hat oder 5, 6, 7, 8 Jahre eine Maschine gerüstet hat, der es gewohnt war, irgendwo etwas einzutragen, manuell. Das ist eine Umstellung, die ist nicht ganz so einfach. Dazu kommen das eine oder andere sprachliche Thema auch noch mit dabei.
Da gab es schon das eine oder andere mit zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist es so, wir haben es umgestellt, noch nicht flächendeckend. Das ist also eine von denen, was ich hier zeige. Eine Abteilung ist komplett umgestellt, bei einer anderen Abteilung sind wir gerade mit dabei, das umzustellen. Der gesamte Ablauf hat sich komplett verändert. Was passiert? Also, das Stück Papier, der Verschiebelegungsplan, gibt es nicht mehr, der ist auf dem Terminal. Der Mitarbeiter sucht sich, also das ist ein Bildschirm direkt an der Maschine, der Mitarbeiter sucht sich einen Auftrag raus, tippt ihn an. Sämtliche Rüstvorgaben befinden sich jetzt nicht mehr, oder Einstellparameter befinden sich jetzt nicht mehr in irgendwelchen Papieren, Dokumenten oder Mappen, die rangeholt werden müssen, sondern sie befinden sich in dieser Software. Der Mitarbeiter ruft das mit auf. In dieser Software könnten zur Not auch noch, nicht zur Not, sondern es sind auch Fotos da zu sehen, es könnten auch Videos dargestellt werden zur Unterstützung. Es gibt, und das ist der entscheidende Punkt, kein Papier mehr, außer, jetzt kommt wieder das Ringetikett, das Material kommt an die Maschine, das muss gescannt werden und die Teile, die hinterher mehr oder weniger rauskommen, auch da müssen wieder Warenanhänger dran. Das heißt, auch an dieser Stelle wird wieder etwas ausgedruckt, das wird sich auch meiner Meinung nach auf absehbarer Zeit nicht ändern. Stillstände, also das sind ja in Anführungsstrichen Anlagen auch, wie eine Maschine, also eine MDE, Stillstände, sobald eine Maschine stehen bleibt, kommt automatisch aus der Steuerung der Maschinen, in dem Fall haben wir vorgeschrieben, dass eine Siemens S7 in den Maschinen sein muss, geht automatisch rein in diese, in die MDE-Erfassung, da wo es automatisch geht, also wenn in irgendeiner Form ein Sensor auslöst oder irgendeine Weiche oder irgendeine Überprüfung, Presskraft ist überschritten, dann wird automatisch das hier mit reingehauen. Wir sehen das in Anführungsstrichen, auch jede Störung. Das, was nicht automatisch reingeht, wenn der Mitarbeiter sagt, oh, jetzt ist aber irgendwie, jetzt muss ich mal anhalten, dann sind die Messwerte nicht in Ordnung, drückt er zusätzlich noch manuell. Sämtliche Informationen aus diesen Maschinen, Sie sehen, dass hier ist so eine kleine Einblendung, irgendetwas ist jetzt überschritten, wird automatisch mit dokumentiert. Parallel erfolgt mittels Werker Selbstprüfung die Aufzeichnung der Teilemessung. Ja, da läuft also ein Fortschrittsbalken mit und wenn der dann irgendwo mal rot wird, sollte gemessen werden. Es erfolgt weiterhin die Dokumentation bzw. der Verschleiß oder der Einsatz von Ersatzteilen. Werden automatisch im System, nicht automatisch, das ist verkehrt, sondern werden an den Monitor eingetragen. Dadurch erfolgt eine automatische Zuordnung. Das heißt, wo also früher gesagt worden ist, naja, jetzt nach 25.000 Hüben habe ich jetzt einen Stempel gewechselt. Nee, wir wissen jetzt ganz genau, bei welcher Hubzahl, bei welchem Teil und zu welchem Zeitpunkt das war. Die Checklisten für die Wartung der Maschinen werden angezeigt und die Durchführung auch direkt bestätigt. Also auch wieder am Monitor. Alle Informationen stehen online zur Verfügung. Das heißt, das, was Sie hier rechts sehen, das ist also unter anderem, das habe ich bei mir auch im Rechner drauf, ich kann mir also jederzeit anschauen, läuft die Maschine, läuft sie nicht, ich kann Auswertungen fahren, was hat es für Probleme gegeben. Die Fortschrittsdaten aus diesem ganzen System werden täglich einmal an das ERP-System gemeldet, damit das ERP-System halt am nächsten Tag sagt, jawohl, das habe ich oder das habe ich nicht. Und daraufhin neue Bedarfe ausrechnet. Vorteile, deutliche Reduzierung von Papier. Die Vorgaben sind immer aktuell, beziehungsweise können schnell angepasst werden. Also früher war das halt so, dann wurde bei einer Besprechung gesagt, auch bei einer Reklamationsbearbeitung, ach, wir ändern mal jetzt die Einstellparameterblätter, ja, am eigenen PC eingeben, ausdrucken, hin in die Mappe mit rein. Ja, das ist heute direkt online, mit der nächsten Produktion ist die Information schon da, teilweise auch direkt. Also ich kann auch jetzt an dieser Stelle meinem Mitarbeiter, unseren Mitarbeitern an der Maschine schon Informationen geben. Bis hin, halt an, da läuft was verkehrt. Die Prozessoptimierung auf Basis von verlässlich zugeordneten Daten, das heißt, wenn wir uns also hinterher dann mal anschauen, was war denn da eigentlich, dann können wir also auch ganz gut verfolgen, hat sich irgendwas bei der Presskraft verändert. Also es ist direkt den
den Daten, den Artikeln auch zugeordnet, also auch der Stückzahl, auch der zeitigen Zuordnung. Das heißt also auch die Ursachenanalyse bei Abweichungen ist da sehr zielgenau. Ja? Wenn wir dann auch mal feststellen, oh, jetzt hat es doch irgendetwas gegeben, dann guckt man mal nach, Mensch, da ist ein Stempel ausgetauscht worden, genau, also zu dem Zeitpunkt. Vielleicht war das dann doch nicht so glücklich, was da gemacht worden ist. Früher musste man halt 1, 2, 3, 4 Tage danach sich mit den Mitarbeitern unterhalten. Ja, das Erinnerungsvermögen kann da schon manchmal trüben. Vierter Punkt, Anfrage, Herstellbarkeit, Angebot. Ich denke mal, das kennen Sie auch alle, der Aufwand in Verbindung mit Anfragen, Erfassung und Verwaltung der Kundenanfragen, die Bewertung der Herstellbarkeit, Ermittlung der Kosten, ist sowohl sehr zeitintensiv, als auch mit vielen Papieren und Dokumenten verbunden. Das Ganze ist gepaart mit teilweise sehr engen Zeitvorgaben für die Erstellung von Angeboten durch die Kunden. Ja, manchmal dauert das lang. Aber wenn sie dann nicht innerhalb von 2 Tagen ein Angebot erstellen, dann sind sie raus. Deswegen haben wir uns diesen ganzen Ablauf vorgenommen. Wir haben eine entsprechende Software. Die Erfassung einer Anfrage ist auch da immer noch verhältnismäßig hoch. Das hängt einfach damit zusammen, Anfragen sind unvollständig, teilweise widersprüchlich. Sie bekommen heute Anfragen von unseren OEMs oder Tier 1, von denen man eigentlich meinen sollte, dass sie besser organisiert sind. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn Ihnen gerade jetzt in so Corona-Zeiten hat sich das eigentlich ein bisschen, na, ich sag mal, da geht es eigentlich noch, aber wenn Sie ansonsten eine saure Gurkenzeit haben, dann steigt die Anzahl der Anfragen dramatisch mit an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auftrag bekommen ist, verhältnismäßig gering, aber der Einkauf will versuchen, jetzt über ganz viele Anfragen zu gucken, ob sie nicht noch irgendwas einsparen können. Das heißt, gerade dann, wenn die wirtschaftliche Lage schlecht ist, hat die Abteilung dramatisch zu tun. Jetzt zu unterscheiden, oh, das ist was Wichtiges oder nicht was Wichtiges, ist schwierig. Es erfolgt eine Vorauswahl. Ist ein grundsätzliches Angebot möglich, ja oder nein? Ich hatte eben gesagt, wir wickeln Material aus Band. Wenn jemand bei uns, oder wir stellen Spannstift her, wenn jemand bei uns Schrauben anfragt, dann fällt das gleich mit raus. Allerdings muss ich eins mit dabei sagen, wenn jemand bei uns zum Beispiel einen Rohrabschnitt anfragt, dann wäre natürlich hellhörig, weil ein Rohrabschnitt ist das, was wir eigentlich wickeln, das können wir eigentlich viel besser herstellen. Dann musste ich aber unsere Produktingenieure mit dem Kunden direkt in Verbindung setzen, also dann wird kein Angebot erstellt, sondern wird immer nachgefragt, ja, könntet ihr auch vorstellen, ein verklinschtes Produkt oder beziehungsweise was ist überhaupt die Anwendung, könntet ihr das einsetzen. Nichtsdestotrotz, es gibt eine teilautomatische Überprüfung, also wenn die mit Ja war, dann wird nachgeguckt, gibt es Vergleichbares schon im Portfolio, haben wir das schon mal gemacht, dann wird das ein Workflow ausgelöst, kommen wir gleich dazu. Ist das nicht im Portfolio, also das heißt, das sind irgendwelche Artikel, die wir zwar herstellen können, aber die wir in der Form noch nicht hergestellt haben. Beispiel, jetzt sagt jemand, ich hätte hier 10 mm dickes Material, das haben wir bis jetzt noch nie verarbeitet, so gewickelt, aber er braucht es halt, dann wird das Ganze über das Engineering geprüft, dann ist es also keine automatische Abwicklung. Das Programmmanagement löst jetzt den Workflow aus. Was passiert jetzt eigentlich? Mit den Grunddaten, Kundeninfo und grundsätzliche Angaben über Herstellung aus der Matrix wird eine positionierte Zeichnung erstellt. Die kennen Sie auch, beziehungsweise die, die sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Diese roten Punkte, die Sie da sehen, werden automatisch in eine Zeichnung gesetzt. Also früher hat man so einen kleinen Stempel gehabt, da wurde also manuell so eine rote Flagge da reingesetzt, da wurde eine Nummer reingeschrieben, dann hat man diese Nummer übertragen in eine andere Tabelle und musste dann jeweils zu der Nummer was sagen. Das erfolgt vollautomatisch nach bestimmten Spielregeln. Spielregeln heißt auf der einen Seite zum Beispiel, alle Durchmesser sind in einer bestimmten Nummerngruppe zusammen oder alle Längen sind in einer bestimmten Nummerngruppe zusammengefasst. Es sei denn, die Kunden verlangen es anders. Es gibt manchmal Vorgaben von Kunden, die also sagen, nein, ich habe ein bestimmtes Nummersystem, das müsst ihr bitte anwenden. Auch das ist aber abgebildet. Basierend auf dieser Zuordnung wird also halbautomatisch eine Messmatrix erstellt. In dieser Messmatrix werden SC und CC-Merkmale und Vorhaltemaße berücksichtigt. Das heißt also in Anführungsstrichen, wenn Beschichtungen da drauf sind, dann wissen wir halt, das ist der Kunde hat die Endzeichnung mit dem Endmaß noch von der Beschichtung. Wir brauchen aber ein bestimmtes Vorhaltemaß. Es wird automatisch in dieser Tabelle berechnet. Automatisch ist nicht ganz richtig, es wird zwar erzeugt, aber ein Mitarbeiter guckt trotzdem nochmal drüber. Dann passiert Folgendes, dann kommt das Team zusammen und bewertet, basierend auf der Zeichnung und aufgrund dieser Matrix, ist es herstellbar oder nicht herstellbar?
Da kann halt in der Matrix hinten rauskommen, ja, dieses Merkmal ist kein Problem, oder nein, oder offen. Offen bedeutet, da muss man halt mit dem Kunden auch nochmal in Kontakt treten. Oder zumindest sie mitteilen. Da gibt es auch einen offenen Punkt. Denn ich hatte gerade gesagt, 48 Stunden haben sie Zeit. Die Norm fordert zwar, alle Fragen müssen, es muss alles klar sein, das Angebot muss total alles abdecken. Aber wir interpretieren das mehr oder weniger so, ja, wir schicken euch die Informationen mit und da, wo wir Fragen haben, da könnt ihr ja selbst entscheiden. Und wenn ihr sagt, ansonsten sind die 48 Stunden nicht einzuhalten, weil man letztendlich beim Kunden auch oft genug keinen an der Strippe bekommt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also eine praktikable Lösung, die so ein bisschen der Lotz müssen wir mal so ein bisschen weghören. Also basierend auf eventuellen Einschränkungen, zum Beispiel Materialtoleranzen, wird ein Angebot erstellt mit dieser Messmatrix. Diese Messmatrix, vielleicht mal zur Information. In dieser Messmatrix beschreiben wir ganz genau, wie wir ein Merkmal messen. Sie haben das gesehen, ein Rohrabschnitt bzw. einen verklinischten Rohrabschnitt. Da sind Innendurchmesser angegeben in der Zeichnung. Ja, den können Sie natürlich, den können Sie mit dem optischen Gerät komplett mit allem drum und dran messen. Sie können das Ganze aber auch auf der 3D-Messmaschine messen. Da sollten Sie aber schon ganz klipp und klar angeben, wie messen wir das. Also wir sagen, das ist die Messebene. Wir messen 10 mm vom Außenrand entfernt. Das geht einfach nur darum, um dem Kunden mitzuteilen, an dieser Stelle wir, also unser Angebot basiert darauf, dass wir das Teil so messen und nicht in irgendeiner Art und Weise, was du hinterher für Vorstellungen hast. Wenn der Kunde an dieser Stelle immer noch sagt, nö, will ich nicht so, dann kann er das machen. Wir haben eine Erfahrung mit dabei gemacht. Diese Messmatrix ist Bestandteil des Angebotes. Dummerweise landet diese Messmatrix irgendwie immer nur beim Einkaufen, nicht beim Qualitätswesen des Kunden. Das ist für uns manchmal vom Vorteil, denn wenn dann hinterher Abweichungen da sind und die Mitarbeiter vom Qualitätswesen beim Kunden dann sagen, hör mal, das stimmt ja gar nicht, dann sagen wir, ja doch, das stimmt schon, guck mal. Und dann haben wir schon oft genug mitbekommen, dass der Einkauf bei dem Kunden mehr oder weniger erstmal jetzt in die Diskussion geht, weil es da liegen geblieben ist, aber da muss ich mit dabei sagen, es ist halt so. Die Erfassung bzw. Erstellung von Materialprüfzeugnissen. Ich hatte das eben gesagt, wir bekommen Material in rauen Mengen. Zu jedem von diesen Materialien gibt es sogenannte Prüfzeugnisse, Werksprüfzeugnisse. In diesen Prüfzeugnissen sind drin die Festigkeitswerte, die Analysewerte, die bei uns erfasst werden müssen im ERP-System, weil letztendlich das ist ein Freigabekriterium, wenn es nicht zu einer Freigabe kommt, also wenn die gelieferten Daten nach Prüfzeugnis, also nicht selbst gemessen, in Ordnung sind, kann das Material nicht freigegeben werden. Das war immer ziemlich aufwendig, das Ganze manuell ins ERP-System zu übertragen. Das machen wir heute anders. Hier gibt es eine elektronische Erfassung. Auch da gibt es eine Vereinbarung, dass Werksprüfzeugnisse nur an bestimmte E-Mail-Adressen gesendet werden, von unseren Lieferanten. Es ist auch da eine bestimmte Form, sodass es automatisch ausgelesen werden kann. Auch da aber bitte nochmal den Hinweis, das ist also jetzt, muss man jetzt nicht verstehen, dass wir also genau die Form hier vorgeben, sondern wir sagen nur, okay, wenn da der Kohlenstoffgehalt ist oder da Siliziumgehalt, dann sollte da drunter auch Sollwerte oder Istwerte stehen. Sollte es bei der Erfassung keine Übereinstimmung geben, dann wird sollte es eine Übereinstimmung geben, ist das Material freigegeben zur Produktion. Sollte es keine Übereinstimmung geben, wird das mehr oder weniger rausgeschleust und dann kann es halt sein, dass das OCR-System vielleicht noch was falsch erkannt hat. Oder aber, was am Anfang öfters der Fall war, dass wir auch immer Material bekommen haben, was dann doch nicht den Vorgaben entsprach, schon gar nicht auf der Papierform nicht mehr. Mailprogramme und Mailarchivierung. Ja, ich denke mir, das kennt jeder von Ihnen. Die Einführung von Mail, die Einführung von Outlook führte zu einer wahren Explosion der Datenmengen. Wir haben erst einmal ein paar Spielregeln aufgestellt. Das hat erst mit Digitalisierung nichts zu tun, auch ein paar Spielregeln aufgestellt. Prüfen, ob an dann wen Mails überhaupt versendet oder weitergeleitet werden. Ja, dieses, ich drücke da mal drauf und leite das mal weiter, sollte man überprüfen. CC-E-Mails intern sollen nicht mehr verwendet werden. Das können Sie jetzt in Anführungsstrichen sehen, wie Sie wollen. Ich sage Ihnen nur eins, Sie können bei uns CC verwenden, aber Sie müssen, wenn ich eine Mail bekomme in CC, kann ich sie lesen, muss sie aber nicht lesen und sie dient nicht als Nachweis, dass ich das bekommen habe. Das heißt, ich kann sie auch löschen. Das heißt, wenn also hinterher jemand sagt, ich habe dir ja die Mail zugeschickt,
Da stand ja auf Seite 9 oder auf Seite 20, was mit drauf steht, so wie Sie wissen, dann gibt es eine Regel von der Geschäftsführung, CCs müssen nicht gelesen werden und sie werden eigentlich so gestellt, als wenn sie nie zugestellt worden wären. Das nächste Punkt, die Verwendung von Kitten-Mails nach Möglichkeit vermeiden, das lässt sich nicht immer vermeiden, vor allen Dingen, wenn Kunden mit dabei waren. Es ist nicht sehr schön auch, aber ich sage jetzt mal, manchmal bekommt man von Kunden, ich sag mal, lange Mails, wo alle möglichen Verteilungen mit dabei sind, aber intern wollen wir die Möglichkeit vermeiden. Wenn ich also etwas habe, was wichtig ist, dann kann ich das also oben auch nochmal zusammenfassen, da kann ich auch reinschreiben, guck dir das mal bitte an, es geht um den und den Punkt und dann ist gut. Aber wichtig ist, wie gesagt, dass über die CC, das ist so. Und nichtsdestotrotz, die Explosion von E-Mails, auch mit diesen ganzen Spielregeln, war enorm. Wir haben eine Software installiert, MailStore. In dieser Software wird jede Mail, die jemals geschrieben worden ist, für jeden selbst, also persönlich, ich greife da selbst drauf zu, die jemals an mich gesendet worden ist oder jemals geschrieben worden ist, wird darin archiviert. Das Schöne an dieser Software ist, ich kann die also einmal aufrufen, da ist eine unglaubliche Filterfunktion mit dabei. Ich kann also jetzt auch sagen, zum Beispiel, ach, guck mal nach, Karin, was hat die mir im letzten Jahr für Mails geschickt, das ist ja mein Thema. Das ist eine Volltextsuche. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit bekomme ich aufgrund der Einschränkungen, die Sie ja recht schemenhaft sehen, aufgrund der Einschränkungen eine sehr schnelle Information über E-Mails. Das hat dazu geführt, dass die meisten von uns, ich gehöre mit dazu, wenn ich also mein Outlook habe und ich habe das abgearbeitet, dann lösche ich das ganz einfach, dann geht es weg. Ich habe da früher große Ordner gehabt, mir selbst auch ein bestätigt davon, große Ordner gehabt. Wir kennen das in Outlook, so ein Baum, dann hat man das nach Themen nochmal zusammen gemacht, dann hat man da in allen möglichen Kategorien noch mit dabei gehabt auch. Und zum Schluss, wenn ich gesucht habe, in Outlook geht das auszusuchen auch, aber ist nicht wirklich sehr erfolgreich. Dramatischer Unterschied, das ist ausgerollt über die gesamte Firma und hat noch ganz nebenbei den Effekt, dass das System, also die Software auch in der Lage ist, sie speichert also eine Mail nicht eben 10-mal ab, sondern sie speichert sie eigentlich nur 1, 2, 3-mal ab. Das heißt, eigentlich befindet sich ein Dokument, ja, wenn Sie eine Datei mit dabei haben, die eingebunden ist und die schicken Sie 5-mal hoch an 5 verschiedene, sie ist trotzdem nur einmal vorhanden. Ich denke mal, da können Sie sich selbst auch noch dran entsinnen. Früher war das ganze Thema, der Umfang der Dokumente, der Umfang der Daten war begrenzt durch Speicher. Das ist dann irgendwann mal aufgehoben worden. Terra und Gigabyte, von denen man heute spricht, sind kein Problem mehr. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir heute unseren Serverraum anschaue, in den ich nur in Begleitung reinkomme, das ist dann schon... Ja, Speicherplatz ist dann doch nicht unendlich. Rechnung an Kunden. Läuft bei uns wie folgt ab. Rechnung an die Kunden an eine vorher abgestimmte Rechnungsadresse, wenn der Kunde mitspielt. Es gibt auch das Gutschriftverfahren, da gibt es gar keine Rechnung mit drauf, da war ein ähnliches Verfahren auch, aber wir versuchen nach dem Motto, mit den Kunden abzustimmen, wir schicken die Rechnungen an eine bestimmte E-Mail-Adresse. Die, sobald also unsere Ware den Hof verlassen hat, beziehungsweise gebucht worden ist, geht das Ganze in die Buchhaltungssoftware über. In der Hoffnung, dass der Kunde zahlt, übermittelt unsere Bank uns entsprechende Zahlungseingänge. Die Datensätze werden automatisch mit einer Software abgeglichen. Da ist kein Mitarbeiter mehr daran beteiligt. Deswegen auch oben drüber das ganze Thema mit der E-Mail-Adresse. Aber auch da war ganz genau mit, welches Artikel haben wir geliefert, zu welchem Preis, das ist also schon genau hinterlegt. Und wenn an dieser Stelle es einen Deckungsgleicher gibt, der Kunde hat es bezahlt, dann freuen wir uns. Das heißt in Anführungsstrichen, es gibt keinen Mitarbeiter, der daran beteiligt ist. Sollte es, aus welchen Gründen auch immer, eine Abweichung geben, wird ein Fehlerprotokoll erzeugt. Und dann in dem Augenblick kommt Mitarbeiter ins Spiel. Bei Überschreitung von Fälligkeiten wird eine automatische Mahnung durchgeführt. Wobei ich sagen muss, eine automatische Mahnung, muss man vorsichtig sein. Also da ist schon der Vertrieb noch beteiligt daran. Also
Volkswagen mahnt sich jetzt nicht so unbedingt, mal so ganz nebenbei. Das könnte manchmal Ärger geben. Aber auch da sind wir in Anführungsstrichen ziemlich konsequent. Zum Schluss, wir liefern unsere Ware, dann möchten wir unser Geld dafür haben auch. Und ansonsten funktioniert das nicht. Zu Beginn hat es viele Abweichungen gegeben. Mittlerweile läuft das eigentlich ziemlich rund und erspart uns eine ganze Menge an Arbeit. CAD/CAM. Denken wir mal auch da wieder, die von Ihnen, die Beteiligten, die in irgendeiner Form im produzierenden Gewerbe sind, das ist schon sehr früh installiert worden. Das war so eine unserer ersten Anwendungen. Zeichnungen wurden aber trotzdem weiterhin ausgedruckt und auch ausgeplottet. Was auch verständlich war, wenn also irgendwelche Besprechungen abgehalten werden mussten, Werkzeugbesprechungen, dann konnte man das vielleicht noch am CAD-Monitor machen, aber auf jedem anderen Rechner lief das nicht mehr. Die Anforderungen an die Hardware, die Anforderungen an die Software war schon sehr enorm, sehr hoch. Das heißt, es wurde ausgedruckt, um dann anschließend in einem Raum sich die ganze Zeit und die ganze Konstruktion anzugucken. Mit der Installation entsprechender Rechner und Monitore wurde diese Ausdrucke überflüssig. Ja, das ist mal so ein Bild. Rechts sehen Sie so einen kleinen 17 Zoll Monitor und links sehen Sie so ein, tja, können Sie ein ganzes Länderspiel mit übertragen. Natürlich sind die teuer, auch weiterhin, auch mit der Auflösung, aber es ist alles bezahlbar. Es ist alles in Anführungsstrichen nicht mehr das, was man früher hatte. Dadurch haben wir einfach in Anführungsstrichen Folgendes. Unsere Konstruktionszeichnungen sind nur auf den CAD-Rechnern hinterlegt, das hängt auch mit Datensicherheit zusammen. Fertige Zeichnungen werden in Klammern nach Freigabe in einer speziellen Software abgelegt. Spezielle Software bedeutet, es gibt solche 3D-Betrachter, da kann man sich wunderbar Werkzeuge angucken. Diese Software zeigt also die Konstruktion eigentlich fast wie die CAD-Konstruktion auch an. Auf dieser Basis können dann auch Dokumente, zum Beispiel für die Hinterlegung im ERP-System oder im CRQ-System, erstellt werden. Ein Ausdruck dieser Dokumente ist nicht mehr vorgesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir bei uns in der Konstruktion auch Mitarbeiter, die da sehr strikt drauf achten. Die wollen das gar nicht, denn irgendwo mal Plotterpapier nachzulegen oder Druckerpapier nachzulegen, diese großen Rollen, so wie es die früher gab, die DIN A0, das wollen die alle gar nicht. Wenn Sie was haben wollen, wenn unsere QS sagt an einer bestimmten Stelle, ich möchte gerne eine Prüfmittelzeichnung haben, dann ist die sofort da. Kein Papier mehr. CRQ-System, wo wir gerade mit dabei sind. SPC-Stationen an den Maschinen. Ich hatte das eben gezeigt. Ja? Was haben wir denn? Na ja, gut, da muss ich ein bisschen Gas geben. Ja? CRQ-System, SPC-Stationen. Ich denke mir, das kennen Sie auch. Mit den Workstation, die 1993 in angeschlossen worden sind. Auch da waren schon direkt SPC-Stationen. Da wurden entsprechende Messmittel direkt angeschlossen über Boxen. Das heißt, alles, was die Mitarbeiter gemessen haben, wurde direkt im CRQ-System abgelegt. Das war aber schon, wie Sie sehen, 1993. Allerdings, da war es doch auf Unix-System. Das waren also Workstations. Das war alles ein bisschen, das hat funktioniert. Das Bild haben wir eben schon gehabt. Die Messanweisungen hingen früher als Dokument direkt an die Prüfstation aus. Durch stetige Erweiterung der Hard- und Software sind diese Prüfanweisungen in das CRQ-System integriert und werden dort digital verwaltet. Also es gibt keine Anweisungen mehr, wo der Mitarbeiter dann nachschlägt und zeigt mir mal, wie war das denn? Nein, das sieht er im CRQ-System direkt beziehungsweise an der SPC-Station. Zeiterfassung als Thema. Die Zeiterfassung bei uns erfolgt mittels einer web-orientierten Software. Jeder Mitarbeiter hat einen Schlüsselchip. Ich hoffe, ihr habt meinen auch dabei, ja. So ein Schlüsselchip. Sieht halt ein bisschen dicker, denn dieser Schlüsselchip dient also auch gleichzeitig noch als Zugang zu allen Räumen. Das heißt, alle Räume, an denen wir Schlösser haben, da kommen sie halt mit diesem Chip mit rein. Natürlich nur für Räume, für die sie Berechtigung haben. Übrigens auch schon direkt auf die Firma und auch in die Firma rein. Das heißt, wir haben dann Wer montags morgens als erstes kommt, hat die Ehre, das Tor aufzumachen. Das geht also auch hier mit. Zurück zur Zeiterfassung. Mit diesem Chip melden sich die Mitarbeiter, die Fertigungsmitarbeiter, da sind überall Terminals in der Fertigung, da melden sie sich an oder ab, wenn sie kommen. Wir machen keine Anmeldung an die Maschinen, das ist aus
ja, ich sage jetzt mal, aus Datenschutzgründen nicht gewünscht. Für mich auch ein bisschen nachvollziehbar. Mitarbeiter, die einen Rechner haben, melden sich direkt an der Software an. Die brauchen also diesen Chip nicht. Mit dieser Software kann jetzt jeder, in Anführungsstrichen, alles das, was Sie hier sehen, verwalten. Das heißt, ich kann meinen Urlaub beantragen in einem Workflow. Ich bekomme eine E-Mail von meinem Mitarbeiter, der mir also sagt, ich will dann deinen Urlaub haben. Ich gucke rein in einen Gruppenkalender, kann sagen, naja, okay, du bist mit den anderen Leuten, das passt. Also wenn da drei Qualitätsingenieure gleichzeitig die Urlaub haben wollen, das ist schlecht. Das sehen die aber auch. Das heißt, die sind schon in der Spielregel mit drin, dass die also erst gar nicht einen Antrag stellen, weil er eh abgelehnt wird. Freischichten, mobiles Arbeiten wird eingetragen, komplett. Also sie rufen die Software auf und sagen nach dem Motto, ich gehe jetzt. Über die persönlichen Kalender stehen jedem diese Jahresübersichten zusammen. Sie sehen also hier in diesem Bereich Urlaub, das ist jetzt meiner, da kommt nochmal irgendwann Urlaub. Grün bedeutet, es ist sogar genehmigt von meinem Chef, aber ansonsten war noch nicht viel. Besprechungen. Die Hardware hat sich deutlich verändert. Bildschirme sind größer, die Auflösung ist höher und auch die Integration ist einfacher. Ja, also wo früher halt irgendwie noch einer von IT kommen musste, heute wird da so ein Monitor hingestellt und wie durch ein Wunder, ich weiß manchmal nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert, es ist eingebunden. Zusätzlich hat sich das Preisniveau nach unten verschoben. Ja, wenn ich das eben gesagt vor diesen CAD-Rechnern, ich weiß nicht, was man früher dafür bezahlt hat, das ist... Ja. Wir haben größere Monitore, also links, was Sie da sehen, das ist ein 80-Zoll-Monitor, also 2 Meter, da kann man schon was machen. Das Ganze noch als Touchscreen. Also der ist in den Besprechungsräumen mit drin. Wenn es noch größer sein soll, rechts sehen Sie auch so ein Beamer, das sind dann 3 Meter. Auch übrigens als eine Art Touchscreen, auch wenn Sie oben Scanner sehen, aber der Monitor an sich selbst, da können Sie auch so mit Stiften draufgehen und können also auch da die Software bedienen. Die Besprechungen sollen nach Möglichkeit ohne Papier erfolgen. Ich sage bewusst nach Möglichkeit, das lässt sich nicht immer verhindern. Aktuell, muss ich mit dabei sagen, verweisen unsere Räume ein bisschen. Sie finden größtenteils eine Webkonferenz statt, vom eigenen Arbeitsplatz oder von zu Hause aus. Der Satz unten drunter, der ist wahrzunehmen. Eigentlich diese Umstellung führte für die Beteiligten kaum zu einer Umgewöhnung, weil anstatt jetzt in dem Raum das online zu machen, ja gut, dann machen wir es eben vom eigenen Arbeitsplatz aus. Also das hat, also diese Veränderung hat bei uns zu keiner großen Veränderung geführt. Es gibt nur einen Punkt, der natürlich dramatisch bemängelt wird und deswegen bin ich ja froh, dass ich heute auch wieder hier bin. Der persönliche Kontakt fehlt, die Interaktion fehlt dramatisch. Das ist ein Punkt, ja, da gibt es auch keine Lösung für. Aber so ist das nun mal. Insgesamt war das ein kurzer Überblick an Themen, die wir im Rahmen der Digitalisierung angegangen sind. Es geht natürlich weiter. Ich muss mit dabei sagen, ich denke mir, das wird Ihnen genauso auch passieren, beziehungsweise das werden Sie auch spüren. Ich habe das Gefühl, im Moment rennt das immer schneller und immer schneller. Ja, so ein Smartphone, was man hier am Tisch hat. Also ich kann mittlerweile mit dem Smartphone auf unsere Software zugreifen. Ich sehe das. Im Tablet genauso gut auch. Das heißt, es wird also immer schneller. Die Verbindungen steigen immer mehr. Da kommt Geschwindigkeit rein. Autonomes Fahren als Thema. Ja. Irgendwann habe ich wahrscheinlich, ich brauche nicht mehr fahren, aber ich sehe dann mehr oder weniger die Produktion. Die BDE bei mir vorne im Auto. Willst du kommen? Integriertes Managementsystem, das ist ein Thema, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Wir haben ein Managementsystem, so ist es nicht, aber die Anforderungen in Verbindung mit DSAX, in Verbindung mit allem, was auf uns zukommt, da werden wir uns doch mal intensiv nochmal hinsetzen müssen. Und als letztes, wir werden wahrscheinlich, das ist ein bisschen Corona-bedingt, im nächsten Jahr unser ERP-System komplett neu aufstellen. Das sollte dieses Jahr schon sein, aber... Mittlerweile ist es so. Ja, es bleibt spannend. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Hans-Georg. Man merkt daran, es ist eigentlich das, was letztes Jahr auch in den Vorträgen hier erzählt wurde. Wie beginnt eine Digitalisierung? Ich nehme erstmal die Vorgänge, die ich schon habe, und gucke mal, was davon ich vom Papier befreien kann, wie ich bessere Wege finden kann, wie ich das Ganze digital abbilden kann. Ich fange nicht damit an, dass meine Maschinen miteinander reden. Das ist halt ein, also ich definiere erstmal für mich, was ist überhaupt Digitalisierung für mich, für mein Unternehmen. Und ich finde, da hast du sehr, sehr gute Beispiele gezeigt. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach diese Nähe,
zu dem, was die meisten von uns in ihren Unternehmen zu Hause sehen. Das heißt, da anzufangen, wo man gut anfangen kann, dass man auch Erfolge sieht und nicht alles auf links krempeln und nicht alles durcheinander schmeißen auf einmal, sondern wirklich da anzufangen, wo man sagt, okay, da habe ich Erfolge, da kann ich weitermachen. Eine Frage an dich, wenn ihr keinen Einkauf mehr habt, keinen Vertragsdienst mehr habt, der Vertrieb, der ist jetzt okay, die Außendienstleiter, die braucht er weiter, aber so vieles im Kalkulationsbereich ist ja auch schon grundlegend. Hat sich das Niveau der Mitarbeiter geändert? Es ist natürlich so, wir haben sehr vieles von diesen Fachaufgaben in die Abteilungen übertragen. Ich sag's mal vorsichtig, das hat nicht immer allen gefallen. Ich hatte das Thema Personal gehabt auch. Es gab sicherlich die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, super, jetzt dürfen wir also auch noch unsere Qualifizierungsplanung und Personalplanung und Personalbeschaffung auch noch mitmachen. Es gibt bei uns im Personalwesen, also nicht falsch verstehen noch, aber bestimmte Aufgaben sind übertragen worden. Das heißt, der eine oder andere Mitarbeiter hat sicherlich ein bisschen Schwierigkeiten mit dabei gehabt. Das Niveau insgesamt von den Beteiligten, in den Prozessbeteiligten, hat sich erhöht. Ich hatte das so als Beispiel gesagt, also ein Mitarbeiter aus dem Produktmanagement hat früher kein Material eingekauft. Das war nicht seine Aufgabe. Er musste sich damit beschäftigen. Er musste das insgesamt lernen. Wenn ich das ganze Thema Vertragsmanagement eben angesprochen habe, natürlich haben wir noch eine Kanzlei, die für uns arbeitet. Also einen Vertrag, glaube ich, zu unterschreiben, der nicht geprüft worden ist, das machen wir nicht. Aber ich sage das mal ganz einfach, das Niveau insgesamt bei den Beteiligten hat sich erhöht. An den Maschinen, das muss man schon mit dabei sehen. Man sieht, da sind so 4 Monitore auf einmal mit dabei. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, also insgesamt ja. Hat sich dadurch auch das Mitarbeiter, oder sagen wir mal, die Zahl der Mitarbeiter verändert und auch die Ausbildung oder die Qualifikationsniveau, was ihr habt, verändert? Und was ist mit denen geblieben oder aus denen geworden, die nicht so recht mithalten können? Also für jeden Mitarbeiter, für jede Stelle ist bei uns mit einer Qualifikationsmatrix hinterlegt. Die ist sehr ausführlich. Die ist nicht nur ein bisschen, die ist sehr ausführlich. Ja. Also wenn eine Stelle besetzt wird, ich hatte das gesagt, wenn Sie eine Software bei uns installieren oder für einen neuen Mitarbeiter, dann können Sie nicht einfach sagen, ach, den setzen wir jetzt dahin, der soll die Arbeit machen. Nein, da steht schon mit dabei, welche Qualifikationen erforderlich sind. Das bedeutet auf der anderen Seite, ich gucke natürlich auch schon bei neuen Mitarbeitern, was bringen die mit, was haben die, für Voraussetzungen. Allerdings, auch von deiner Frage zurückzukommen, ja, es gibt auch Mitarbeiter, die dieser Forderung, ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, nicht mehr erfüllen können, nicht mehr erfüllen konnten, auch oder nicht erfüllen wollten, muss man auch mit dabei sagen, auch das muss man auch akzeptieren. Aber wir haben jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise gesagt, jo, Pech gehabt, dann bist du jetzt über. Wir haben für alle Mitarbeiter adäquate Position gefunden. Da gibt es immer so eine kleine Regelung, von der wir sagen, ja, also will und kann, ja, das ist so dieser entscheidende Punkt. Und für jemand, der will, da finden wir immer was. Das wäre Blödsinn, da zu sagen, okay, jetzt fällt da also ein Bereich weg, aber du bist ein guter Mitarbeiter, Pech gehabt, wir haben immer was gefunden. Also das Ganze ist schon ganz klar sehr gut mit den Mitarbeitern, auch Kommunikation mit den Mitarbeitern gemacht worden. Allerdings, ich muss natürlich mit dabei gestehen auch, die permanente Verbesserung, die von uns erwartet wird, auch von unseren Kunden immer mehr, in immer kürzerer Zeit. Die Veränderungen, die Anpassung dieser Abläufe in Digitalisierung führt zum Schluss dazu, dass wir natürlich eigentlich mit der gleichen Mannschaft immer mehr produziert haben. Und irgendwann kann sich jeder auch mal ausrechnen, irgendwann, man merkt es ja im Moment, auf einmal geht es jetzt nicht mehr weiter. Arbeitszeitverkürzung ist das eine, Kurzarbeit im Moment das andere. Langfristig ist es ja immer so, es werden Arbeitsplätze wegfahren, definitiv. Also in dem Bereich zumindest. Ja, Frau Permatat. Warten, einen Moment mal eben bitte noch, wir brauchen das Mikro. Ja,
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch viele Mitarbeiter eingespart worden und wurde jetzt praktisch dieser ökonomische Vorteil auch weitergegeben an die anderen Mitarbeiter? Ja, nicht eins zu eins, überhaupt keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir vorher 5 bzw. 6 Leute im Einkauf hatten, die da beschäftigt waren und jetzt wird die Aufgabe an andere übertragen, dann hat sich natürlich schon ein gewisser Ausgleich ergeben, aber nicht 1:1. Okay. So, wir haben einen, bitte? Es gibt eine... Ganz grundsätzlich, wir sind ja heute hier in einer hybriden Veranstaltung. Ja. Wenn jemand hier im Raum eine Wortmeldung hat, bitte eben kurz aufzeigen, dann wird die Kollegin von der Technik kommen und dann immer so einmal nochmal kräftig durchatmen, damit man das Mikrofon auch scharf schalten kann. Das Zweite ist, es kann auch durchaus sein, dass gleich noch aus dem virtuellen Raum noch Fragen kommen. Im Augenblick sehe ich es nicht. Wir haben es so eingerichtet, dass wir, ich vorhin denen im virtuellen Raum gesagt habe, wenn Sie eine Frage haben, mögen Sie diese Frage eben halt kurz im Chat anmelden. Es kann also durchaus sein, dass ich gleich die junge Dame mal eben kurz oder eben ein Handzeichen gebe, dass eine Frage von außen kommt. Ja. So, das vielleicht nur eben kurz als Vorwurf. Und dazu noch eine kurze zeitliche Einschränkung. Wir haben ja noch einen zweiten Vortrag. Das Thema Kara kommt gleich noch. Das braucht auch ungefähr eine halbe Stunde. Wir werden jetzt also eine ganz kleine Diskussionspause nur machen. Wir werden dann erstmal fortfahren im Vortrag und dann gucken wir nochmal, wie sich der Schluss noch gestaltet und wie viel Zeit vielleicht auch von den Teilnehmenden noch gegeben ist. Ja, ist okay. Sie haben gerade ein Beispiel gezeigt, wie Sie Ihren Urlaub verwalten können. Mhm. Alle, die wir im produzierenden Gewerbe arbeiten, wissen, dass unsere Werker nicht unbedingt einen Computer haben. Wie machen die das? Die Werker müssen sich an ihre Vorgesetzten, also es gibt den Produktionsleiter bzw. die Schichtführer. Das heißt, ich hätte es gerade gezeigt, nur die wirklich einen eigenen PC haben, können das verwalten. Alle anderen, auch mit diesem Chip, die melden sich an einem Terminal. Da gibt es die Verwaltung, die Ende des Jahres, also im November oder Dezember, muss schon eigentlich die Urlaubsplanung für das folgende Jahr eingereicht werden. Da gibt es eine Abstimmung, da gibt es auch die Regelung, vorrangig Mitarbeiter mit Kindern, die also gebunden sind, da hat sich gar nichts dran verändert. In diesem speziellen Bereich ist es so, wir übertragen auch unsere Mitarbeiter, also ich übertrage auch meinen Mitarbeiter im administrativen Bereich schon eine ganze Menge an Verantwortung. Organisiert euch selbst, wenn ihr euren Urlaub gut organisieren könnt nach bestimmten Spielregeln, dann macht das. Natürlich, gerade in der Produktion, das wissen Sie auch, wenn morgen der Kunde sagt, und jetzt rennt es bei mir, aber jetzt brauche ich aber die 5-fache Menge in den nächsten 3 Monaten, dann haben wir ein Problem. Wir arbeiten bei uns mit Zeitkonten, die sicherlich auch in dem Bereich hier abgearbeitet worden sind. Aber Urlaubsplanung ist, die Mitarbeiter müssen sich, die sitzen zusammen in Abteilungsgruppen auch und versuchen sich dann abzustimmen. Mhm. Okay. Hier vorne noch bitte einmal. Ja, danke. Bei dem Einkauf nochmal darauf zurückzukommen. Mhm. 2 Aufgaben fallen mir da ein, wo ich mich frage, wie Sie das machen. Also Investitionsgüterbeschaffung, nehme ich mal an, macht dann die Fachabteilung selbst, wenn ich jetzt eine neue Produktionsanlage möchte. Und das Zweite wäre, was ist, wenn ich jetzt neue Zukaufteile brauche, die ich noch gar nicht habe, die der Ziellieferant vielleicht auch nicht hat. Ich habe ein neues Produkt. Macht das dann die Entwicklung oder? Also zum Ersten Vertragsmanagement, also gerade Investitionen, bis zu einer Summe von X, entscheiden die Abteilungsleiter selbst. Ab einer bestimmten Summe X ist nur über die Geschäftsführung. Da muss also vorher auch genau angegeben werden, was wollen wir eigentlich damit. Das wird dann auch über die Geschäftsführung ganz am Schluss, also nicht, dass die operative Arbeit machen, aber es läuft also über die operative Arbeit. Also wenn da in irgendeiner Form eine Anlage für 20, 30 oder 40.000 Euro gekauft wird, das läuft nur über die Geschäftsführung. Und auch das Vertragsmanagement, wie gesagt, das ist ja, bestimmte Sachen sind ja halt den Preisleitern zugeordnet. Investition ist der Geschäftsführung direkt zugeordnet. Mhm. Alles die Fachabteilung. Die Fachabteilung, es gibt zuerst einen ersten Workflow. Bei diesem ersten Workflow sagt die Fachabteilung, jetzt gehe ich mal nicht von neuen Anlagen aus, also von neuen Projekten aus, sondern ich möchte was Neues haben, so sagt die Fachabteilung, unabhängig von der Investitionsplanung, die ein Jahr vorher schon mal grob gemacht wird, sagt dann die Fachabteilung, ich benötige das. Und wenn die Fachabteilung sagt, ich benötige das, dann muss sie, bevor sie sich damit beschäftigt,
muss sie als allererstes einen Antrag stellen bei der Geschäftsführung. Also noch nicht einmal die Beschäftigung der Mitgliedslieferanten und Dienstleister zu fragen, sie sagt, ich habe da etwas, ich gehe mal davon aus, das kostet so viel, das möchte ich machen. Dann sagt der Geschäftsführer, okay, du kannst dich jetzt damit beschäftigen. Wieso machen wir das? Das ist verhältnismäßig einfach. Ja. Ich habe früher mal bei irgendjemandem angerufen, hat dann gesagt nach dem Motto, Mensch, ich hätte da Interesse daran, kannst du was machen? Dann kriege ich ein Angebot. Was passiert in dem Augenblick? Dann merke ich bei dem Angebot, naja, ist es vielleicht doch nicht so, wie es sein soll, oder irgendwie ist das dann doch nicht das, was gemacht werden soll. Dann wird mich aber dieser Verkäufer in regelmäßigen Abständen immer wieder hinterfragen, immer nachfragen, was auch sein, das muss er auch machen auch. Und deswegen sagen wir, bevor wir rausgehen in den Anbieterbereich, erst eine prinzipielle Freigabe auf der Geschäftsführung, ob man sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen soll. Und wenn die Freigabe da folgt ist, dann macht das der Leiter der Organisationseinheit, der macht das in Anführungsstrichen, der muss sich damit beschäftigen. Ganz klar. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, nochmal zur Ergänzung, bitte nicht falsch verstehen, der Einkauf war eine wichtige Abteilung, aber Fakt ist eins, ich habe selbst oft genug zusammengesessen und habe dann in Anführungsstrichen immer das ganze Thema gehabt auch, sobald es zu Einzelfragen kommt, sobald es zu technischen Fragen kommt, sobald es in irgendeiner Form zu, was geht und was geht nicht und was können wir dann machen, sind Sie ja sowieso als Fachverantwortliche sowieso in der Regel. Die Einkauf war ja so ein bisschen, ich sage mal, so ein Vermittler. Mhm. Also ich möchte jetzt die Arbeit vom Einkauf da nicht in irgendeiner Form runtersetzen, aber das ist das Thema, die Mitarbeiterqualifikation, dass sie mehr oder weniger das machen können, in der Lage sind, ja, ich sage mal ganz einfach, natürlich eine kleine Schnittmenge, die irgendwo nicht mehr erfüllt wird, die wird weiterhin bestehen. Aber ich hatte gerade gesagt, 5 Mitarbeiter im Einkauf ist ja auch ein Jahresbudget. Okay, dann sage ich, ich würde gerne das jetzt so zurückstellen. Geht das, Herr Dr. Krumbech? Weil wir schaffen sonst die zweite Sache gar nicht mehr. Ja, aber wir kommen aber noch dran, auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal. Hans-Georg Göbel, vielen Dank. Ein guter Einstieg in das Thema noch einmal als Praxisgeschichte. Hans-Georg Göbel ist ja immer wieder bei uns auch zugegen. Das heißt, er wird uns nicht verloren gehen und man kann ihn auch jederzeit wieder ansprechen. Das ist immer sehr schön. Man kann also auch in Ruhe nochmal drüber nachdenken und wenn einem was dazu einfällt, dann weiß man, wie man ihn erreicht. Machen wir mal das zweite Thema jetzt erstmal weiter. Der Herr Michael Lotz vom TÜV Nord ist hier in Hagen der Chef sozusagen für einen ziemlich großen Bezirk und ist auch für mich immer so der IATF-Ansprechpartner, also einer der IATF-Ansprechpartner, die wir haben. Und wir unterhalten uns da eben über viele, viele Themen. Und ja, IATF ist auch da das Stichwort. Es gibt eine andere Dokumentation auf einmal. Und die hat alle Auswirkungen auf alle Kunden, die sich mit dem Thema IATF befassen oder danach zertifiziert sind. Und der Herr Lotz will uns einmal informieren, was ab Januar jetzt auf uns zukommt. Und von daher, Bühne frei für Sie. Okay, danke schön, Frau Schulze. Ich muss aufstehen. Der Prompter funktioniert, weil ich steuere das Ganze nicht von meinem Laptop aus, sondern habe hier Unterstützung von der EDV. Die brauche ich auch, weil ich habe heute schon oben gesessen und habe mein Glück versucht mit einer anderen Veranstaltung. Die Datenleitung ist abgerissen. So viel zur Digitalisierung. Ich muss Herrn Göbel recht geben, ich sehe es genauso wie Sie. So wird es kommen, definitiv. So wird es kommen, deswegen habe ich für Sie was. Das wird Ihnen gefallen. Kara läuft Ihnen in die Farbe. Auch wir digitalisieren, die IATF digitalisiert in letzter Konsequenz. Und ich habe nur eine Sorge und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ansprechen. Wir haben gehört von Ihnen, ja klar, wir haben Ressourcen eingespart, wir würden die Aufgaben verteilen, der Einkauf ist nicht mehr in der Mannstärke vorhanden, der Vertrieb ist nicht mehr in der Mannstärke vorhanden, das machen die einzelnen Mitarbeiter mit. Ich bin 57. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, das ist erstmal schön, dass ich es soweit geschafft habe. Das ist erstmal positiv. Der Punkt ist aber folgender, und das muss man ganz klar sagen, diese Übertragung, das erlebe ich beim TÜV jetzt auch. Ich habe früher einen Sharp-Taschenrechner gehabt, der war programmierbar. Und da gab es immer einen Punkt, da schrieb da oben rein, Memory Overflow. Ich glaube, irgendwann kommen wir an unsere Grenzen. Das ist ein Riesenproblem, weil die Übertragung von Tätigkeiten macht im Grunde genommen diesen Memory Overflow für den Einzelnen. Wir machen alles, wir machen viel, wir machen aber vielleicht früher oder später nicht mehr alles so detailliert, wie wir es früher konnten. Das ist ein Riesenrisiko. Und ich stelle auch, und dann fange ich auch an, stelle auch fest, dass ich einen riesen Nachteil habe gegenüber den neuen Generationen.
Wenn ich sehe, wie die mit den Tools umgehen, die Jungs, 25 Jahre alt, komme ich nicht mehr mit. Das geht nicht mehr. Da bin ich ja mal an meine Grenzen. Ja. Ich versuche, ich kann auch ohne Mikro. Ich glaube, ich spreche laut genug, aber... Bitte? Okay, alles klar. Sie können, ist das so besser jetzt? Ich gebe mir Mühe, mich rüberzubringen, in Anführungszeichen, damit Sie wissen, was ich Ihnen sagen möchte. Okay, alles klar. Ja, wir starten mit einem ganz neuen Thema. Es wird nicht alle ansprechen. Ich habe gerade mal die Teilnehmerliste mir angeguckt. Es gibt bei der IATF, Frau Schulze sagt, es ist auch eine Veränderung in Richtung Digitalisierung. Will heißen, wir würden jetzt auch, muss ich drücken, das ist der Prompter, wir können auf die nächste Seite gehen. Ah, okay, super, alles klar. Wir kommen. Ich werde noch verarztet. Und ich probiere es nochmal. Okay, alles klar, super. Okay, prima. Cara IATF, folgende Änderung. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Ich bringe es mal auf den Punkt, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Ist das so besser? Okay, ich probiere mein Bestes. Warum Cara? Das ist eine Forderung seitens der IATF, seitens der Akkreditierer, dass aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Zertifizierungsgesellschaften unterschiedliche Berichte erstellt werden mit den gleichen Inhalten, aber in anderen Formen. Daraufhin hat sich die Automotive-Industrie Gedanken gemacht und möchte das Ganze standardisieren, wie der Standard eben halt auch einen Standard vorgibt. Ausgangspunkt war folgender, es gibt eben halt eine relativ hohe Anzahl. Okay. Ein, zwei. Ja, da kommt auch was. Super. Mit dem Ding fühle ich mich auch wohler. Es gibt eine Änderung bezüglich der Dokumentation. Alle Zertifizierer unterschiedliche Formate, aber mit den gleichen Inhalten. Das heißt also, man hat festgestellt, dass in letzter Konsequenz die Berichte untereinander nicht lesbar sind. Man möchte das Ganze standardisieren. Ich denke, wir gehen hier auch ein Stück weit in Richtung, es angemessen für den Akkreditierer zu machen. Und daraufhin hat man eben entschieden, sich hier ein Stück weit auf eine Standardisierung, Harmonisierung zu verständigen. Beispiele, wo es zu Unterschieden kommen kann, ich habe sie da mal dargestellt, das ist die Interaktion zwischen Unterstützungsfunktionen und Standorten, die produzieren, das heißt, sie wissen es, der IATF zertifiziert ist. Sie haben teilweise Support Functions, die unterschiedliche Sites unterstützen, dementsprechend müsste in jedem Bericht ausgewiesen werden. Das geht teilweise so ein bisschen drunter und drüber, ist schlecht nachvollziehbar. KPIs müssen Sie für die IATF auf jeden Fall pflegen, sowohl für Effizienz und Effektivität. Aber wie werden die dargestellt, sodass sie immer lesbar sind, auch in den Berichten, sowohl für den Kunden, also unseren Kunden, den Klienten, als auch für die Auditoren. Die Forderung zur Audit-Durchführung, Zertifizierungsregel 5.8, alle Schichten, 30% oder ein Drittel in der Produktion, das weiß jeder, aber es findet kaum einer immer auf Anhieb in den Berichten wieder. Wie führt man jetzt alle Ergebnisse zusammen, zum Beispiel zur Prozessleistung, stellt auch jeder unterschiedlich dar. Wie werden Prozesse detailliert dargestellt, macht jeder Zertifizierer für sich. Das heißt, das Ganze ist heterogen und nicht lesbar, nicht homogen. Es könnte ein Zyniker behaupten, wir machen es nur für den Akkreditierer, mag vielleicht auch so sein. Aber in letzter Konsequenz kann ich auch nachvollziehen, dass da an der Stelle ein Stück weit eine Vereinheitlichung stattfinden soll. Das heißt, wir wollen harmonisieren oder IATF möchte harmonisieren und zwar nur Teilbereiche. Und das ist das Faszinierende dabei. Wir reden nur über Audits, Special Audits und das Normkonformitätenmanagement. Das sind die Punkte, die jetzt in irgendeiner Form bei jedem Zertifizierer gleich sein werden. Macht folgenden Vorteil, macht folgenden Sinn. Wenn ich einen Transferaudit habe oder Sie einen Transferaudit planen von einem Zertifizierer zum anderen, die Berichte sind übertragbar, sind überall lesbar, sind verständlich. Kein Zertifizierer muss lange blättern, wenn Sie Unterlagen abgeben müssen oder wenn Sie eine Remote Function haben, die vom anderen Zertifizierer auditiert wird und der Bericht übertragen werden muss, die ganzen Dinge werden lesbarer. Sie sehen es hier, wir haben in Summe 41 IATF zugelassene Zertifizierungsgesellschaften,
Von daher gesehen ist die Bandbreite der Dokumentation nicht gerade unerheblich. Ja, und wir eröffnen damit auch die Möglichkeit zur Automatisierung und zur Vereinfachung der Arbeit durch eine standardisierte Eingabeversion, Herr Göbel, kommt Ihnen entgegen, und einem einheitlichen Sprachgebrauch. Also Digitalisierung erstmal in der Rohfassung mit Eingabe, früher oder später aber auch mit einem Dialogfeld über eine Programmführung. Die Entwicklung dieses CARA-Tools ist abgeschlossen. Das heißt, am 1.6.2020 ist das offiziell veröffentlicht worden. Und der eine oder andere, der geneigt ist, da mal reinzugucken, kann sich auf der Plattform von der IATF mal das Programm angucken und einfach mal so ein bisschen stöbern. Ich habe die Links hier in der Präsentation, wir werden das mit verteilen. Und das Fälligkeitsdatum für dieses Anwendung, für die Anwendung dieses Tools, okay, Lämpchen geht jetzt nicht, das ist der 1.1.2021. Ab da muss jedes Audit, egal ob es ein Überwachungs-, ein Rezertifizierungs- oder was auch für immer ein Audit sein sollte, in dieser Dokumentationsform dargestellt werden. Beißt keine Maus keinen Knoten ab, es muss gemacht werden, egal in welchem Zustand sich das Unternehmen befindet. Wir haben nächstes Jahr ohnehin wieder eine große Rezertifizierungsaktion, weil Transition 3 Jahre her ist. Jetzt kriegen wir noch den Anforderungskomplex hier zur Dokumentation. Das heißt, es wird wieder ein spannendes Jahr, wie immer bei der IATF. Und natürlich in letzter Konsequenz, alle Auditoren, egal ob festangestellt oder freie Auditoren, kriegen hier einen Zugriff und können CARA dementsprechend auch benutzen. Jetzt kommt folgender Vorteil, und das ist das, was Herr Göbel gerade auch sagte. Für seine Anwendung hat er überall Programme installieren und kaufen und erwerben müssen. Und bei CARA haben wir jetzt einen Vorteil, das Ganze ist browserbasiert. Will heißen, Sie gehen in die Software rein, indem Sie einen Browser aufmachen, Chrome, Edge, wie auch immer die heißen, Firefox mit Ausnahmen alle, zum Beispiel der Internet Explorer funktioniert nicht. Sie brauchen also keine separate Software. Das hatte ich schon angesprochen, warum das gemacht wird. Wir wollen standardisieren, das ist der zweite Bullet Point. Das Ganze wird weder mit einem Server noch in einer Cloud abgelegt. Das Ganze ist auf Ihrem Speicher, in Ihrem Cache vom Browser. Das heißt, Sie müssen auch keine Sorgen haben, dass in letzter Konsequenz Daten missbraucht werden können. Wobei, ich kenne mich nicht so sehr in der IT aus, wahrscheinlich kommt da auch irgendwann mal irgendeiner rein. Und alle erstellten, importierten Auditdaten werden ausschließlich in der internen Datenbank des Browsers des einzelnen Benutzers gespeichert. Sie müssen hier und da mal den Browser löschen, damit Sie wieder Platz haben, aber dann müssen Sie natürlich vorher ein Backup fahren. Hatte ich schon angesprochen, also Kernfunktion, regelmäßig Backups fahren, bevor Sie den Cache löschen. Sie, jetzt erstmal die Auditoren, es gibt eine vordefinierte Datenstruktur, Sie werden geleitet und geführt, das macht Sinn. Und es kann eine Software oder es wird eine Software genutzt, um Daten zu importieren bzw. zu exportieren. Ich fasse das hier schon mal zusammen. Wir würden als Auditoren den Bericht schreiben, wir würden NC-Management aufmachen, wir würden Abweichungen definieren. Wir exportieren den Abweichungsbericht in einer sogenannten JSON-Datei. Schlagen Sie mich tot, ich weiß nicht, was das ist. Am 1.1. werde ich es wissen. Ich kann mir vorstellen, es ist irgendeine Shareware, die wir ähnlich wie PDF, Adobe oder wie auch immer nutzen können. Und diese Variante, diese Datei übergeben wir unserem Klienten und Sie können dann in dieser Datei weiterarbeiten. Das heißt, Sie können dann analog, wie in den Jahren jetzt auch, zuletzt, Ihre systematische Ursachenanalyse, Ihre 8D-Reporte, wie sie für die Abweichungsberichte auch benötigt werden, einfach runterschreiben. Sie werden geführt, das macht Sinn. Sie können auch Daten hinterlegen, Word-Dateien, PDF-Dateien einbinden etc. pp. Noch ein Hinweis zur Revisionssicherheit. Nehmen Sie PDF, eine Word-Datei als Nachweisführung, die 3 Jahre alt ist, wird Ihnen jeder um die Ohren hauen. Um einen nahtlosen Datenaustausch mit einer externen Schnittstelle zu gewährleisten, müssen die Daten eben halt im selben Format übertragen werden. Das heißt, wenn ich meinen Bericht im Browser Chrome mache, dann müssen Sie Ihr Maßnahmenmanagement auch im Browser Chrome machen. Das ist die einzige Restriktion, aber da kann man sich ja darauf verständigen. Das ist nicht das Problem. Googeln Sie einfach mal. Ich habe hier mal den Link angegeben. Ich weiß nicht, ob Sie reinkommen. Ich hätte es jetzt gerne gemacht an dieser Stelle, aber ich glaube, die Zeit gibt es nicht mehr her. Das ist nämlich die Anwendung für Auditoren. Es gibt auch eine für Klienten. Da gehen wir rein. Da dürfen nur Auditoren sich anmelden, die aktiv sind. Wir haben ja alle so einen Nummerncode, das wir bestanden haben in der ADP-Datenbank. Wir kriegen noch eine separate Anmeldenummer als CB. Das heißt, wir werden alle gelistet, ob sie DQS ist, ob es TÜV-NordZERT ist und wie sie alle heißen. Und hier nochmal die Hauptanwendung, die wir damit erledigen oder erschlagen wollen, nämlich Stufe 1, Readiness Review, Auditbericht. Auditbericht separat nur für Remote Locations, Special Audit, das heißt, wenn Sie eine Reklamation haben, wenn Sie einen besonderen Status haben, wir eventuell rauskommen müssen, Dezertifizierungsprozess,
Das können Sie damit auch abfrühstücken, in Anführungszeichen. Und generell das Nonkonformitätenmanagement, was bei jedem Audit eben halt ansteht oder ja doch ansteht. Man kann ja mittlerweile sagen ansteht, weil ich glaube, es gibt kein Audit ohne Abweichung. Hier ist Ihre Ansicht. Nehmen Sie die Adresse einfach mal. Da ist sie. Die nc-kara-iatf-global-oversight.org. Da müssten Sie reinkommen und damit können Sie dann in letzter Konsequenz das Datenpaket, was ich Ihnen da lasse, nach dem Audit auch dementsprechend abarbeiten. Sie können standardisiert das Formular wieder abarbeiten, überhaupt kein Thema. Es ist dieselbe Technologie wie Kara, das was die Auditoren benutzen. Auch Sie müssen keine Software installieren. Die Datenstruktur ist wiederum standardisiert. Das ganze Papier ist im Grunde genommen sauber durchstrukturiert. Ich finde es erstmal gut. Also von der Sache her finde ich es gut. Dass es natürlich jetzt so plötzlich kommt und auf jeden Fall angewendet werden muss, finde ich weniger gut. Aber es ist das, was Herr Göbel gerade auch sagte. Kriegen Sie heute eine Anfrage, reagieren Sie nicht in 48 Stunden, geben Sie ein Angebot ab. Erster Schuss, einmal durch. Klar, Sie müssen reagieren, ansonsten werden Sie gar nicht mehr berücksichtigt, sind Sie außen vor. Der Zugang ist somit in keiner Weise angeschränkt. Wir können zusammenarbeiten, wir arbeiten im selben Papier. Das heißt, den Bericht, den Sie jetzt generieren, den müssen Sie in das Kara-Tool importieren, Sie bearbeiten ihn, danach müssen Sie ihn exportieren, geben Sie mir zurück und ich kann damit weiterarbeiten. Also im Grunde genommen eine sauber strukturierte Angelegenheit. Im Grunde genommen sollte das alles gut funktionieren. So sieht die Oberfläche aus. Nur damit Sie mal einen kleinen Eindruck haben, macht erstmal einen aufgeräumten Eindruck. Und ja, Softwareentwicklung, ich finde das immer wieder klasse. Kann man hier auf diesem Bild auch sehr gut sehen. Es wäre schön, wenn der Pointer ginge. Das ist nicht der Sepicher NCs für die Organisation, sondern der Speicher. Das heißt also, hier wird natürlich noch einiges an formalen Dingen geregelt werden müssen. Das ist wieder so ein Schnellschuss. Offensichtlich nicht zu Ende entwickelt, sind noch ein paar Fehler drin. Auch in der Übersetzung, verlängerte Werkbank, wenn Sie das mal so durchscrollen, Sie werden die unterschiedlichsten Übersetzungen zu Extended Manufacturing Sites sehen. Aber es war einfach wieder, ja, wahrscheinlich so ein bisschen, ich kenne es immer nur in der Konstruktion, prüfen, verifizieren, validieren. Ich glaube, die Validierungsphase wird das erste Halbjahr 2021 sein. Wir werden es an Ihnen erproben. Es wird wunderbar werden. Sie haben Support-Funktionen in dem Kara-Tool. Das heißt, Sie haben da auch die Möglichkeit, ein Wiki anzusteuern, Wissensmanagement. Das werden also Daten auch gepflegt, die Ihnen aufgefallen sind, der einzelne Nutzer eingibt. Es gibt FAQs, wie sollte es anders sein? Das ist üblich bei IATF 16949. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal SIs. Wenn Sie in irgendeiner Form ein Update gehabt haben und Sie haben es nicht mitbekommen, kriegen Sie das auch dementsprechend im Wiki angezeigt. Das heißt, Sie kriegen irgendwie so eine Alarmfunktion, Achtung, es gibt was Neues. Es gibt ein Benutzerhandbuch, ist eigentlich auch gut gelöst, da werden alle Grundfunktionen beschrieben. Und wenn Sie Probleme in der Anwendung haben, das ist auch gut, die haben eine Support-Funktion. Das heißt, Sie klicken drauf, wahrscheinlich können Sie das Programm oder können Sie den Hinweis eben manuell eintippen und dann kriegen Sie innerhalb von einer Zeit X, bleiben wir bei 48 Stunden, Herr Göbel, kriegen Sie von der IATF kriegen Sie eine Antwort. Die sind genauso schnell unter Garantie. Also von der Sache her, es macht Sinn. Es ist gewöhnungsbedürftig und ich denke mir, das große Problem, um das mal so ein bisschen zu umreißen, wird eigentlich folgendes sein. Jede Software und jedes Programm ist im ersten Moment blöd. Ist immer so. Habe ich gestern auch gesagt, ich habe damit gespielt. Aber je mehr man damit arbeitet, umso mehr erschließt sich das Ganze. Und ich glaube, das kritische Jahr wird das nächste Jahr sein. Wenn wir alle Daten pflegen, müssen sie mal erst mal. Und die Jahre danach werden Selbstläufer werden. Da gehe ich mal fest von aus. Hier nochmal ein Hinweis zu dem Wiki, das heißt, Sie kriegen die Schlagworte auch auf der Website dargestellt. Sie können hier spielen, Sie können scrollen, Sie können, ja, was auch immer, Sie können sich da bewegen. Es gibt es sogar auch in Deutsch, glaube ich. Sie können zumindest bei der Anlage der Dokumentation entscheiden, wollen Sie deutsche Sprache, wollen Sie englische Sprache und, hey, chinesische Schriftzeichen im Sauerland. Ich meine, ja. Wo braucht man das sonst? Ne? Aber gut, Herr Göbel, wir haben es ja gerade gehört, war Wuhan oder war es nicht? Shanghai. Die könnten eventuell Englisch. Ich glaube, die könnten das. Ne? Ja, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, weil es ist ja IATF, es ist weltweit. Und jetzt kann es ja durchaus sein, dass der Göbel mal früher oder später sagt, Lotz, pass mal auf, ich habe so dermaßen digitalisiert, das zeige ich dir. Dass dementsprechend natürlich auf anderen
Enden dieser Welt natürlich analog vorgegangen wird und dann muss es ja lesbar sein. Das heißt, die Sprachen sind alle drin. International, absolut. Mit Übersetzungsproblemen, natürlich. Wie soll es anders sein? Aber die werden wir ausmerzen oder die wird die IATF ausmerzen. Jetzt haben wir aber Folgendes vor. Das ist das eine. Das heißt, ich konfrontiere Sie jetzt mit zwei Softwarelösungen. CARA ist das, was der Akkreditierer von uns will. Zertifizieren mit einer Anbindung an den Klienten. So heißen sie ja in der Norm. Das klingt immer so in der Rechtsanwaltskanzlei, ne? Klient. Wir wollen aber jetzt, und ich weiß nicht, wer bei uns zertifiziert ist, der eine oder andere, der im Chat ist, ist glaube ich bei mir oder ist bei uns beim TÜV Nord. Wir wollen eine gewisse Automatisierung auch herstellen über ein IT-Tool, dass wir die Daten, die wir bisher über Word-Fragenkataloge abgefragt haben, wo jeder immer sagt, Mensch, hat sich nichts verändert. Ja, ich sage doch, unser Formblatt, Revision 3. Ja, Mist, muss ich das wieder eintragen? Ich sage, ja, kommen wir nicht drum rum. So, wir wollen das Ganze jetzt in diesem Moment auch wirklich dahingehend versuchen zu digitalisieren, dass wir ein Questionnaire auf den Weg bringen, mit denen wir im Vorfeld organisatorische Informationen abfragen, die dann automatisch in CARA rübergespielt werden, um das vorzuführen. Also eine zweite Software, wir werden Sie da rechtzeitig informieren, alle die mit uns zusammenarbeiten, aber wir wollen Ihnen damit auch das Leben einfacher machen. Wir wollen einfach Daten sauber konservieren. Was wäre eigentlich nochmal so ein Punkt, der für Sie wichtig wäre? Wir werden ein TÜV Nordzert Webportal haben, um eben so ein Stück weit den Vorgang der Erfassung zu optimieren. Gut, die angeforderten Daten werden eingegeben und auf dem TÜV Nordserver gespeichert. Der Auditor, der mit Ihnen zusammenarbeitet, prüft die dann und vervollständigt die, wenn notwendig. Danach werden alle Daten automatisch von Server in CARA übertragen, importiert. Auf dieser Grundlage wird CARA während und nach dem Audit dann mit den relevanten Ergebnisdateien aktualisiert. Ich habe eine Feststellung, ich schreibe rein, was ich festgestellt habe. Der NC-Bericht wird gedruckt und kann somit dann in das CARA-System importiert werden und das NC-Management von Ihnen dann bearbeitet werden. Relativ trivial. Es ist eigentlich nur ein Ergonomieproblem, es ist nur ein Handlingsproblem, mehr ist das eigentlich gar nicht. Unter dem Anspruch Digitalisierung. Wir sind 150 Jahre alt beim TÜV. Aber ich habe mich gerade vielfach wiedergefunden. Bei Ihnen war so ein Tradecore, haben wir auch. Haben Sie eine neue Uhr? Alles klar, ich drücke auf die Tube. Aber ich glaube, uns als Dienstleister unterscheidet nicht viel von Vogelsang. Entschuldigung, Vogelsang war richtig, ne? Das heißt, wir müssen genauso in den Prozessen leben. Wir haben aber noch einen Einkauf. Also auch wir müssen digitalisieren und wir digitalisieren dann nach draußen, genauso wie es Sie mit Ihren Lieferanten und Kunden auch machen. Und jetzt könnte ich Ihnen hier noch unseren Aufbau des Tools zeigen, wie wir es aufgebaut haben, aber ich denke, das machen wir jetzt nicht. Es ersetzt unsere Fragenkataloge und damit werden Sie hier auch durchgeführt und durchgeleitet. Und sind damit in letzter Konsequenz auf dem letzten Stand und arbeiten uns die Informationen zu, die wir fürs Audit brauchen. 1.1.2021, ich freue mich schon. Okay, Dankeschön. Ja, die Freude können wir denn ja teilen. Ne? Ja, wobei, dann müssen Sie immer hin und her laufen, ne? Das ist Ihnen bewusst, weil die Antwort muss dann ja auch kommen. Gut. Gibt es dazu Wortmeldungen zum Thema CARA? Es ist ja nun mal, es betrifft die IATFler, ne? Daniela? Also die Frage betrifft jetzt nicht CARA, sondern eher das eigene in Entwicklung befindliche Tool. Das ist der jetzt auch wieder ein Fragebogen. Muss ich da jedes Jahr wieder meine Daten eingeben oder werden die übernommen? TÜV 4.0. Das heißt, Frau Meier, das ist gerade was sehr angenehm mit Ihnen. Jetzt nimmt das komische Form an. Nein, natürlich, wir werden die Daten konservieren, sodass wir dann im nächsten Jahr die Chance haben, vielleicht die Daten als Grundlage zu nehmen, nochmal abzuprüfen, Ihnen was zu schicken und sagen, Frau Menzel, gucken Sie mal da, Sie hatten früher doch einen Einkauf. wo ist denn der geblieben? Ne? Wo ist denn der geblieben? Und dann werden wir das natürlich immer wieder verändern. Das ist eben das, was ich sagte. Das erste Jahr wird schwierig sein. Die Gesamterfassung ist kritisch. Aber ich glaube, was in den Jahren danach kommt, das wird umso einfacher werden. Es hängt jetzt so ein Stück weit von der Ergonomie auch des Programmes ab.
Okay. Zum Thema Kara sind wir dann erstmal soweit durch. Okay. Wir gehen gleich zum Schluss nochmal ins Gespräch mit beiden Referenten, sofern wir noch möchten. Ich möchte nur die Zeiten halbwegs einhalten, deswegen würde ich jetzt einen kleinen, wie nennt man das, so einen kleinen Abspann machen. Wir haben noch den Punkt Verschiedenes. Da habe ich noch ein Thema drin, und zwar haben wir einen Fragebogen herumgeschickt. Der Fragebogen ging an, ich glaube, an alle aus unserem Kreis. Und wir haben jetzt 13 Antworten, und zwar planen wir derzeit das Themenfeld für nächstes Jahr. Und da wir ja gerne immer alle beteiligen und auch gerne das richtige Thema treffen möchten, was auch wirklich unseren Kreis interessiert, hat sich der Bernd Mirbach die große Mühe gemacht und hat wirklich einen Fragebogen entwickelt nochmal aus allen Inhalten, die in den letzten Jahren schon mal gefragt wurden. Und der wurde auch rumgeschickt. Wer den nicht mehr verfügbar hat, aber doch gern noch antworten möchte, möge sich bitte an Klaus Hegewald wenden. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man sich wendet, bitte, wenn man zum einen die Präsentation haben möchte, wenn man nochmal den Fragebogen haben möchte und ich glaube auch die Netigate. Kriegst du auch darüber, ne? Irgendwas, das dritte war doch auch noch irgendwo. Und zwar heißt diese E-Mail-Adresse, die ist nämlich sehr einfach, regional, die heißt ja nicht mehr Fachforum FF. Ja, ich gebe dir das Wort. Okay. Also, ich wollte jetzt der Karin eigentlich nicht ins Wort fallen, entschuldige. Ich wollte dir eigentlich nur ein bisschen helfen. Ja. Vielleicht für alle, sowohl die hier im Raum sind, als auch die, die im virtuellen Raum sind. Wir haben mit den beiden Referenten verabredet, dass sie die Präsentationen von uns zugeschickt bekommen. Wenn Sie uns also bitte morgen eine E-Mail an die Adresse FF für Fachforum-RK für Regionalkreis -qm@ihk.de schicken, dann schicken wir Ihnen quasi für die Handouts einen Link zu, wahrscheinlich für WeTransfer, wo Sie sich dann die beiden Handouts runterladen können. Das gleiche gilt für den Punkt Teilnahmebestätigung. Also wer heute eine Teilnahmebestätigung für seine Teilnahme hier an der Veranstaltung haben möchte, schickt uns auch einfach eine separate E-Mail zu an die eben genannte Adresse und dann stellen wir die entsprechend aus. Wichtig ist natürlich, hier im Raum ist es relativ einfach. Wir haben auch vorhin auch eben, hat mich mitgeschrieben, im virtuellen Raum, wer da dabei war und angemeldet war, der kann sich dann natürlich auch melden. Funktioniert aber wirklich nur, wenn wir denjenigen erfasst haben. Der dritte Punkt ist dann noch, Netiquette, Teilnehmerbefragung, Entschuldigung. Auch da sind wir heute dann oder ab sofort völlig digital. Wir haben das ja früher immer in Papierform gemacht. Sie haben die entsprechenden Blätter bei sich auf dem Tisch gefunden. Da werden Sie morgen von uns eine E-Mail bekommen mit einem Link zu dem Programm Netigate, wo Sie das dann komplett alles online machen können. Das bekommen also nicht nur Sie, die Sie hier jetzt im Raum sitzen, sondern auch die, die virtuell zugeschaltet waren. Dankeschön. Also noch einmal FF, Fachforum. Also minus RK, wie Regionalkreis, minus QM, @hagen.ihk.de. Alles klar? Gut, das war noch wichtig. Dann haben wir eine nächste Sitzung, die ziemlich gut wird. Am 17.11., leider nur online. Und zwar der Herr Dr. Grieb, der ja über die DGQ schon einmal bei uns war. Er ist ja derjenige, der damals erzählt, dass er mal so mit diesem grauen Kapuzenpulli durch die Gegend gelaufen ist und das Geschäftsmodell hatte, im Prinzip bei Firmen mal so sich reinzuhacken und denen dann anzubieten, denen die Schwachstellen zu beseitigen. Das hat nicht so gut funktioniert, das Geschäftsmodell, weil man darf sich ja nicht in Firmen so reinhacken, auch wenn man hinterher anbietet, denen die Lücken zu schließen. Ja, jedenfalls hat er dann andere Geschäftsmodelle gefunden, ist da auch sehr erfolgreich und ist halt bei der DGQ auch immer oder für die DGQ Regionalkreise auch immer recht aktiv. Wir hatten ihn schon mal da, es war eine fantastische Veranstaltung auch.
Und er wird am 17.11. für uns da sein. Und zwar als Online-Version, auch zum Thema Homeoffice, Sicherheit, ne? Wie geht man damit um? Und da freue ich mich richtig drauf. Also hat auch was mit Digitalisierung zu tun, Homeoffice eben auch die Gestaltung und eben auch die Datensicherheit dort und der Umgang damit. Ja, das wird eine richtig gute Nummer werden. Er hat diesen Vortrag schon in einem anderen Regionalkreis, ich glaube sogar in 203 schon gehalten. Ich habe da sehr gute Rückmeldungen zu bekommen und ich freue mich sehr, dass er sich auch bereit erklärt hat, für uns da auch tätig zu sein. Das ist dann der 17.11., da werden Sie einen Link bekommen. Ich hoffe, Sie schalten sich alle zu. Das würde mich wirklich sehr freuen. So, und jetzt gibt es noch zum Abschluss was zum Verschenken und dann können wir nämlich mit all denen, die Lust haben, noch ein paar Minuten einfach weiter erzählen, aber wir sind halbwegs in der Zeit und sind nicht, ne? Also dass diejenigen, die eben da ein Zeitfenster haben, wo sie sagen müssen, okay, wir müssen es beenden, können wir raus. So, guck mal, sogar schick eingepackt.